Guten Abend. Hallo, ich habe heute tatsächlich weniger Aufgaben, als ich normalerweise habe. Ich mache ein bisschen Technik und ich werde spielen. Und ich werde eben kurz einmal vorstellen, wer alles hier ist und wer diesmal die Spielleitung übernimmt. Aber heute startet eine Art Crossover-Unternehmen, wo wir das Heft nehmen und es vorsichtig in die Hände von Ben von Ben & Paper legen. In dem Sinne, bitteschön, Ben, hier. Da. Dankeschön, das ist ja... Oh, shit. Ja, danke. Ja, direkt gut gelaufen. Ich wollte gerade sagen, hier ist viel Verantwortung und wow, einmal über die linke Schulter weg damit. Ja, wir spielen heute Cthulhu und Ben hat eine Kampagne geschrieben und sich das alles ausgedacht und wird uns auch gleich genauer erzählen, worum es sich dabei handelt. Ich kann bislang nur sagen, es heißt Willkommen in Peakwood Bay. Und wie fühlt man sich so? Auf so einem, ich meine, das ist ja nicht, als wärst du nur bei uns mal Gast SL, sondern das ist ja quasi dein Dauerzustand. Hier oben im Fensterchen ist es eigentlich ganz geräumig. Ja? Das sieht schön aus. Ja? Ja. Ja, wir haben ein paar Bäume gefällt für dich. Ja. Und dich da eingerammt. Oh, am Dienstag noch Fridays for Future. Ne? Und heute Bäume fällt für das Layout. Genau. Ja, gut, okay. So machen wir das. Gut, dann, wer spielt mit? Es spielt mit Walker, manchmal auch als Daniel bekannt. In einer beliebigen Reihenfolge dieser Silben kann man ihn vermutlich anreden. Und du spielst einen Joe Beaufort. Ich nehme an, wir werden gleich erst im Laufe des Geschehens feststellen, wer genau Joe Beaufort ist. Ja, er ist ein Polizist. Yes. Wir sind interessiert daran, wie effektiv die lokale Polizei denn so ist. Und alles gut, alles fit? Hast du schon mal Cthulhu gespielt? Bisher nur ein einziges Mal und da habe ich mich selbst in die Luft gesprengt, von daher. Ich hoffe, es wird diesmal nicht genauso enden. Du erinnerst dich an diese Runde, Maggie. Du hast ja, wir haben Achtung Cthulhu gespielt, genau. Ja. Und er war dort einer von den Soldaten. Ich erinnere mich noch an Reaktionen wie: Der Fuchs redet! Ja, ein Fuchs hatte einen Unfall. Und leichte Panik. Daneben Banner Nepik von Orkig im Geschmack, zuletzt bei uns gesehen mit Humblewood oder bei ihr in der Trainee-Kampagne oder wenn mal wieder Vokabeln gelernt werden müssen. Schön, dass du da bist. Hi, danke für die erneute Einladung. Yes. Ja, der Ben hat sich ein Dreamteam zusammenstellen dürfen. Ja. Bin gespannt, was das wird. Oh Gott, ich freue mich. Hast du schon mal Cthulhu gespielt? Nein, ich habe noch nie Cthulhu gespielt und ich bin sehr gespannt, was das für eine Katastrophe wird. Sagen wir, wie es ist. Das kann nur eine Katastrophe werden. Okay. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich gebe zu, dass in den meisten Cthulhu-Abenteuern meine Charaktere am Ende alles angezündet haben, aber vielleicht geht es hier diesmal anders aus. Neben mir ist angeordnet Nico. Nico ist endlich auch mal wieder vor der Kamera. Obwohl, in letzter Zeit hatten wir dich öfters. Unter anderem bei Star Wars. Ich bin ständig hier, Maggie. Ich komme ja gar nicht mehr zu irgendwas anderem. Und auf die Frage, die jetzt gleich kommt, ob ich schon mal Cthulhu gespielt habe, ich glaube nicht. Okay. Also einmal, ja, da, als wir bei Michael waren zu Besuch, also Dead Aussie Gamer, da haben wir das gleiche Abenteuer nochmal gespielt, dass du dem Daniel schon geleitet hattest. Ja. Und da war ich ja im Grunde nur so eine Art NSC, weil ich kannte das Abenteuer ja schon. Deswegen zählt das, glaube ich, nicht. Und ich bin mir jetzt echt nicht sicher, aber ich glaube, ich habe noch nie wirklich bei einer anderen Runde Cthulhu gespielt. Okay. Ist das nicht seltsam? Das ist total weird, angesichts der Tatsache, wie viel Cthulhu wir hier auf dem Kanal gespielt haben. Das ist dann doch endlich mal schön. Siehst du, Ben hat darauf bestanden, dass Nico mitspielt. Und jetzt kann Nico das erste Mal tatsächlich richtig Cthulhu spielen. So. Nico ist einer von zwei FBI-Agenten, die hier dabei sind. Und jetzt ich zuletzt spiele die andere Hälfte von diesem Duo. Mal gucken, wie wir zusammenkommen und was wir so alles machen. Aber wir versuchen, unsere Eigenheiten mehr aufeinander abzustimmen und haben ein bisschen drüber geredet, wie der Hintergrund der Charaktere so ist oder besser, wie der Hintergrund von Mike Newman genauso ist. Das ist die Besetzung. Und ich schätze mal, jetzt übergebe ich an Ben, um uns zu sagen, was genau jetzt passieren wird. Ja, wir gehen direkt rein, würde ich sagen, ihr Lieben. Lieber Chat, liebe SpielerInnen, nehmt euch ein saftiges Stück Kirschkuchen, nehmt euch eine Tasse von, entschuldigt, verdammt guten Kaffee. Wir gehen in die klischeehafte Kleinstadt, die schon oft beschrieben, bespielt, gefilmt und beobachtet wurde und schauen, wie wir da reinpassen und was letztendlich dort passieren wird. Wir befinden uns im wunderbaren Jahr
1982. Es ist der 3. Oktober. Wir haben 4 Uhr PM Oregon Ortszeit. Schub, so dass Präsident Reagan im Abschluss Nee, Quarterback Joe, The Comeback Kid Montana, im andauernden Streik der NFL nach wie vor MVP. Gura, neuer Regierungschef Westdeutschlands, Helmut Kohl gewählt. Works from 9 to 5 and dance. Rad, großartiger Erfolg für Salem Angels in ihrer ersten Saison seit Everybody got a hungry heart. Another one gone. Another one bites the dust. Da draußen einen ruhigen Abend nach einem unruhigen und beunruhigenden Tag. Unsere Gedanken und Wünsche sind bei der Familie Palmers. Ich bin Tony D. Ihr hört PWB1 und das ist unsere Nummer 1. John Mellencamp und die kleine Geschichte von Jack und Diane. Und die Finger eures Fahrers trommeln auf dem Lenkrad, nachdem er endlich einen Kanal eingestellt hat, der nicht komplett durchrauscht. Agent Donna Ferlin und Agent Michael Newman. Ihr seid vor 2 Stunden per Helikopter auf dem Privatflugfeld in Salem, Oregon angekommen und wurde dann von eurem Kontaktmann hier, Agent Phil Deaver, abgeholt. Phil hat euch in einem schwarzen Ford LTD 2 aus der Stadt nach Norden gefahren. Ihr seid dann dem Highway 22 nach Südwesten bis durch die letzte größere Stadt namens Falls City gefahren und konntet bereits am Horizont die großen und dunklen Wälder des amerikanischen Nordwestens sehen. Ihr wisst, dass ihr hergerufen wurdet, weil in einer kleinen Stadt mitten in den Wäldern namens Peakwood Bay heute Morgen 6.30 Uhr Ortszeit ein Mädchen hinter dem Diner tot aufgefunden wurde. Das ist zumindest das, was ihr der ersten Akteneinsicht entnehmen konntet, die euch Phil dann in einer orangenen Kladde gereicht hat und die ich euch zur Komplettansicht per Discord gereicht habe. Mhm. Ihr zwei seid auf der Rückbank des Forts. Und wie gesagt, Phil klopft gerade mit den Fingern auf dem Lenkrad. Wo kommen Sie beide her? Können wir zurückschalten? Da lief eben diese obskure britische Band. Oh, Moment. Ja. Moment. Sie hörten Queen mit Another One Bites the Dust. Greatest Hits. Oh, sorry, das hätten Sie einfach reinrufen sollen. Ich bin so, das Schlimme ist hier, wir haben wahrscheinlich bald keinen Empfang mehr. Also, wenn man aus Salem oder Portland draußen ist. es gibt da, wo wir hinfahren, einen großen Sendemast und das war's dann. Ja, er redet mit dir mit dem Blick in den Rückspiegel sozusagen. Nochmal zurück, wo kommen Sie beide her? Wo hat man Sie jetzt hergeschifft? Ach so, ich komme ursprünglich aus Malibu. Wow, das ist ja dann auf der ganz anderen Seite. Ja, aber wir sind immer unterwegs. Sie wissen ja, wie. Ja. Ich hab eine Tante in Florida. Ja, das tut wahrscheinlich gar nichts zur Sache. Und Sie, Miss? Agent? Agent, Santa Barbara, falls Sie es wissen müssen. Sie sind hier aus der Region? Salem. Genau, ich bin nicht besonders groß in unserer Abteilung hier vom Bureau. Wir sind, glaube ich, 6 Leute insgesamt. Wie war der Name noch? Deaver, Phil Deaver, Agent Phil Deaver. Interessant. Ja, ich bin derjenige, der das Telefonat heute Morgen vom Chef entgegengenommen hat. Also das meiste lesen Sie ja. Wie gesagt, 4 Uhr nachts oder sowas hat der Doc den Tod festgestellt, also der Zeitpunkt des Todes.
Fundort ist nicht gleich Tatort und man hat sie gerufen oder uns angerufen, weil auf der Toten seltsame Male gefunden wurden und eine extreme Blutarmut festgestellt wurde. Und ich will ehrlich zu Ihnen sein, zu Ihnen beiden, Pequot Bay ist nicht das erste Mal in unseren Akten aufgetaucht. Sondern? Ja, wir haben da immer noch, ich sag mal, zusammengefasst 4-1 Cold Cases von verschwundenen Dorfbewohnern. Da gibt es regelmäßig Missing Persons Fälle? Ja, in der Tat. Das letzte Mal vor 2 Jahren, wie gesagt, in den 1980, ich glaube, um die Zeit, vielleicht September, der ehemalige Sheriff, eine Buchhändlerin, der Reverend und ein zugezogener Magier. Ja, ich sag ja, wenn Sie die Stadt gewohnt sind, dieser Wald hat einiges, das selbst mir ab und zu noch Goosebumps, eine Gänsehaut. Verstehe. Ja. Tun Sie das? Ja. Ich denke, ich kann das nachvollziehen. Ja, diese Situation hat, sage ich mal, weckt einige Urinstinkte. Allerdings müsste man tatsächlich die Zahlen vergleichen, ob sich tatsächlich wirklich statistisch ein ungewöhnliches Verhältnis herausspiegelt, im Gegensatz zu anderen Regionen. Manchmal schauen die Leute nur gerne genauer drauf, wenn es eben eine Gegend ist, die in einem bestimmten Ruf steht. Das ist richtig. Und der Ruf hier ist, also wir sind ja durch Hall City gerade gefahren, ich sag mal so, die Leute in der Umgebung nennen es das Bermuda-Dreieck an Land. Pequot Bay liegt, wie Sie sehen, in den Marshwoods, einen dichten Nadelwald, den wir jetzt befahren. Dort gibt es einen Krater vom Lake Kapitekaheda, also einen See, und das hohe Bergmassiv im Norden der Wilson Peak. Und diese drei bilden sozusagen dieses Dreieck. Erzählt man sich. Ja gut, aber vielleicht nehmen wir uns die Zeit, auf der Fahrt noch ein bisschen in die Akten reinzuschauen. Sehr gerne, sehr gerne. Agent Fallon, könnten Sie vielleicht die Akte vorlesen? Mir wird etwas schlecht beim Lesen, beim Fahren. Oh, das kenne ich. Entschuldigung, sie holt ein kleines Tape-Recorder-Gerät raus. Phil, es ist 4.13 Uhr nachmittags. Bitte was? Ja, Phil dreht sich um. Klack. Entschuldigung, ein anderer Phil. Oh, heißen, ja, das soll es geben. Sie heißen ja auch Phil, das ist ja witzig. Phil Deaver, ja, aber ich, Entschuldigung, ich wollte gar nicht den anderen Phil stören. Verzeihung. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Phil, lustiges kleines Detail, der Agent, der uns hier abgeholt hat, heißt auch Phil. Es wird sicherlich noch zu vielen Missverständnissen führen. Ich bin hier mit Agent Michael Newman, richtig? Korrekt, ja. Und wir sind zur Untersuchung des Todesfalles von Sarah Elizabeth Palmer hinzugezogen worden. Die Details kann ich der Akte aktuell entnehmen. Sie wurde von Susan Trelawney hinter ihrem Diner gefunden. Moment, hier in der Akte steht vor dem Diner, Sie sagten hinter. Richtig, hinter vor, ich war nicht vor Ort. Wahrscheinlich hinter, ja. Die Akte wird stimmen. Das kommt ja auch auf die Perspektive an. Sarah Dankeschön, Elizabeth ja. Palmer ist 17 Jahre alt gewesen zum Todeszeitpunkt. Der Todeszeitpunkt liegt bei vermutlich zwischen 4 Uhr und 4.30 Uhr morgens. Würgemale am Hals deuten auf Tod durch Erstickung hin, womöglich mit einem Gürtel. Unbekannte Zeichen auf Stirn und Handinnenfläche geritzt. 3 postmortale Schnittwunden am rechten Handgelenk. Extremer Blutverlust. Da keine übermäßigen Blutspuren zu finden waren, ist es nicht der Tatort. Der Fundort also. Der Leichnam war in einer Lage aus grünem Regenjackenstoff gewickelt und sichtbar vor dem Eingangsbereich des Diners abgelegt. Also vor dem Diner, nicht hinter. Vor dem Diner, ja. Ja, klack. War die Leiche bekleidet, abgesehen davon, von dem Regenjackenstoff, Agent? Ich glaube ja. Die Kids gehen in die Highschool von Pequot, von Fall City, also werden dann vom Bus abgeholt und fahren die Strecke, die wir jetzt reinfahren, raus. Wenn ich richtig verstanden habe, dann hat sie ihre Schuluniform getragen.
Schuluniform. Ja, Schuluniform. Zu dem Zeitpunkt, wo sie ermordet wurde, noch die Schuluniform. Interessantes Detail. Nachts, die Tote war mit ihrer Schuluniform bekleidet, obwohl sie früh morgens bzw. nachts zu Tode kam. Interessantes Detail. Phil, es wäre ganz gut, wenn du mir zusätzliche Daten auch über die Highschool raussuchen könntest, die sie besuchen haben. Das war die in Fall City? Ja, Fall City High. Fall City High. Gilt übrigens für beide Phils, Phil. Selbstverständlich. Agent Eva. Das ist ja fantastisch. Ja, tut jetzt gerne. Phil ist in Ordnung, wir sind hier alle, wir sind ja nur zu sechst. Der Fort schlängelt sich die Straße weiter und führt sich bald in die verdichteten Wälder der typisch amerikanischen Nordwesten. Ihr seht die kalifornischen Eichen, dichtes Nadelgehölz und natürlich den urigen Oregon-Ahorn. Sagt das dreimal hintereinander. Und das fliehende Licht des Tages hat es immer schwerer, durch die dichten Kronen der urzeitlichen Riesen zu brechen, sodass auch vor Sonnenuntergang, wir nähern uns so 5 Uhr, mittlerweile dieses Stück Land in frühzeitige Dunkelheit getaucht wird. Linke Hand seht ihr eine Parkbucht gegenüber, fahrt ihr an einer nicht mehr ganz vollständigen, eigentlich nur noch das Gerüst einer Werbetafel, in der eine einsame, nackte Schaufensterpumpe steht, die euch anwinkt. Der Wagen passiert eine beleuchtete Tankstelle mit angeschlossener Werkstatt und dem ersten Hinweisschild auf dem Ort Peakwood Bay, das einen nahen Bootsanleger ankündigt. Tankstelle und Werkstatt tragen den Namen Loose. Und hier wartet ein olivgrüner Jeep darauf, dass der Tank voll wird, nämlich dein Jeep, Patricia. Du sitzt noch im Wagen von dir und deiner Lebensgefährtin und hörst die letzten Klänge von John Mellencamp. Oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Bam, 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 bam. Der Tankservice selbst wird von Lou geführt, die gerade an der Zapfsäule steht und dafür sorgt, dass tatsächlich der Tank auch voll wird. Eine relativ junge Frau, wo habe ich denn Lou? Luchen, asiatische Züge, kurze Haare, Blaumann und anscheinend Besitzerin, wie ganz groß auf den Lettern steht, von Luz. Du siehst eine Werkstattgarage, daneben ein angeschlossenes Kiosk, 2 Zapfsäulen und eine Station, um Fahrzeuge zu reinigen. Hinter der Werkstatt befindet sich ein kleines zweistöckiges Wohnhaus, davor ein Geländewagen, auf dessen Ladefläche ein Arcade-Automat umgekippt liegt, sowie ein Motorboot samt Anhänger etwas weiter entfernt. Deine Freundin Linda Eaton ist im Kiosk und wird sich dort einiges zusammenpacken an vielleicht Snacks, Kühltruhe von Getränken gibt es dort, einige Zeitschriften, Landkarten der Gegend, Touristeninformationen. Außerdem siehst du im Schaufenster Werkzeuge, Duftbäume, Stoßstangensticker, Fahrzeugzubehör. An euch vorbei fährt ein schwarzer Wagen und Lou, hörst du das halb geöffnete Fenster. Es waren die Feds. Nur wegen dem Mordfall hier. Wir sind schnell. Wird Unruhe geben. Klopft an der Fenster. Entschuldigung, ein Mordfall? Ja, es zieht den Zapfhahn raus. Sie fahren doch nach Peakwood Bay? Mhm. Es ist letzte Nacht ein Mädchen ermordet worden. Oh. Oh. Interessant. Das ist unglaublicher Zufall. Ist es das? Irgendwie schon. Okay. Sie wirkt auch ein bisschen abgelenkt. Sie hat auch so ihr Notizbuch auf ihrem Schoß. Scheint ein paar Notizen zu machen, guckt sich ein bisschen um und würde tatsächlich das Fenster auch von der Umgebung Notizen machen. Ja, dann geht Lou in Richtung Kiosk und kassiert deine Freundin ab und Linda tritt aus dem Kiosk raus auf dich zu. Bepackt mit Chips und mit einem einer Touristenkarte, ein paar Kaugummis, 2 Dosen Cokes. Coke, kein Koks, nein. Und letztendlich. Man in die 80er, ne?
Das ist eigentlich richtig. Es ist bei Luz. Linda ist 35 und arbeitet bei deinem Verlag und hilft dir, deine Romane und Publikationen unters Volk zu bringen. Und Linda war auch diejenige mit der Idee des vorgeschobenen Kururlaubs. Und dementsprechend hat sie sich vorgenommen, sich komplett um dich zu kümmern. Und als sie zu dir ins Auto wieder steigt, Fahrersitz, gut auf dein Notizbüchlein schaut, offenbart sie ihr persönliches Highlight, eine Kassette. Das ist das. Queen, Greatest Hits vom letzten Jahr. Das sind die aus England. Nicht schlecht, du sagst die so. Oder? Sag doch was. Das ist nicht schlecht. Ich dachte, alles gut, das lag da draußen rum und ich habe mir gedacht, also viel Auswahl hat der Laden da nicht, aber bevor wir in den Kaff ohne Musikgeschmack stranden, oder? Das ist. Mach rein. Mhm. Was machst du? Du notierst doch wieder was. Ja, ich habe ein bisschen Notizen gemacht von der Umgebung hier und ich sag's lieber jetzt, als wenn du es später. Echt merkwürdiger Zufall. Mhm. Heute Nacht wurde in diesem kleinen Örtchen wohl jemand ermordet. La 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 la. Okay. Ich hab's nicht gehört, wir haben es beide wieder vergessen. Fantastisch. Du bist hier zur Erholung. Du bist hier, um wieder die Worte zu finden, die die Seiten füllen. Du bist hier, um gewissen Männern in der Branche, Stephen King, in den Arsch zu treten. Deshalb bist du hier. Und das, was jetzt hier rauskommt, ist der beste Thriller, den Amerika jemals gelesen hat. Wenn dich das inspiriert, dass da ein Mord passiert ist, toll. Aber mehr auch nicht. Mhm. Ja, du hast recht. Und ich würde mein Buch zuklappen, es zur Seite legen. Und sehr gut. Die Mechanikerin hat gesagt, es ist keine halbe Stunde mehr, dann sind wir am Bootsanleger. Von daher, bevor es ganz dunkel wird, wir müssen anscheinend noch mit einer Fähre übersetzen. Oh, okay. Ja. Okay. Keine Zeit verlieren. Gut, dann beginnt. Jetzt müsste ich wissen, was bei Greatest Hits die erste Nummer ist, aber wir hören Queen. Ich glaube nicht, dass es Bohemian Rhapsody ist. Und fahren ebenfalls mit Abstand dem Schwarzen vor hinterher durch die ja noch ausgebaute Strecke dieses Highways. Aber siehst schon links und rechts schlängeln sich kleine, eher getretene Wege in den Wald, die für Geländewagen wie euren Jeep prima sind. Aber nicht mehr für den normalen Straßenverkehr. Deshalb hat Joe Beaufort auch nur die ordentliche Straße benutzt, damit der Wagen, der neben dir am Schiffsanleger steht, auch keinen Schaden nimmt. Du stehst am südlichen Anleger von Lake Kapekaheda und wartest neben deinem Ford Shelby Mustang auf die 17 Uhr Fähre, um auf die andere Seite nach Peakwood Bay zu gelangen. Gegenüber dem Pier befindet sich an der Straße ein Busstop. Dort siehst du, dass ein Linienbus, der FC5 nach Fall City und ein Schulbus halten. Aber seit du hier stehst, ist kein einziges Auto hier vorbeigefahren. Im spärlichen Licht der untergehenden Sonne lässt sich das andere Ufer nur erahnen. Allerdings kann man über den See hinweg die umgebenden Wälder und die Berge des Naturschutzgebietes gut erkennen. Mit einem Surren springen die Laternen am Pier sowie die Beleuchtung an der großen Infotafel an und geben dir einen Einblick auf das, was das Naturschutzgebiet sozusagen ausmacht an Sehenswürdigkeiten. Du stehst hier am Pier. Mhm. Unweit von dir, etwas an einem Poller gelehnt, steht ein blaues Motorrad und ein jugendlicher Fahrer daneben, der bereits seine zweite Zigarette raucht, während ihr wartet. Würdest sagen, ist ein Kid, vielleicht 17 Jahre oder sowas, wuselige Haare, raucht
und starrt schon immer mal wieder auf dein Auto. Ich würde erstmal mir ebenfalls eine Zigarette anmachen oder wieder eine Zigarette anmachen. Ja. Und den kleinen Jungen mal einfach beäugen, weil wenn er schon die ganze Zeit auf meine Eleanor guckt, dann habe ich den auch zu beobachten. Das ist klar. Aber auch mit ein bisschen Stolz natürlich, so mit ein bisschen Stolz geschwellter Brust, weil nicht jeder hat so einen geilen Wagen. Er fühlt sich irgendwann ertappt. Er schaut irgendwann von der Kühlerhaube hoch zu dir und dann auf den See raus, kurz zu seiner Maschine. Es ist ein ziemlich mitgenommenes Motorrad. Also es hat schon ein bisschen wahrscheinlich nicht seins und irgendwie vererbt. Aber dann schaut er wieder zum Auto und sagt, das Ding ist echt cool. Das ist wirklich... Ich hoffe, dass ich auch mal irgendwann so einen... Mein Dad hat einen Chevrolet El Camino 72 in der Garage. Gutes Gefährt. Ja, ich mache mir aber keine Hoffnung. Also wenn das mit der Schule so weitergeht. Komm mal her. Komm mal her. Dann schau doch mal unter die Haube. Dann siehst du mal, wie ein Wagen auszusehen hat. Und ich gehe natürlich zur Fahrertür, beug mich rein, mach vorne auf, Klappe auf. Wow. Top gepflegt. Habe ich auch von meinem Vater bekommen. Ich kenne ihn nur aus dem Film. Ja, ich sag mal, der ist halt noch original, weißt du, da konnte man den damals noch ein bisschen günstiger kriegen, heute könnte es ein bisschen schwieriger werden. Aber hey, wenn es mit der Schule nicht ganz so klappt, weißt du, streng dich einfach an, Quereinsteigerjobs kriegt man in der Autobranche ständig und irgendwann, wenn dein Vater stolz auf dich ist, dann kriegst du die Karre vielleicht auch. Sind Sie in der Autobranche? Nein, ich wünschte, ich bin nur Koch. Nee, nur Jakob. Ein Cop. Oh, okay. Ja. Guck nicht so, mein Junge. Cop sein ist kein Spaß. Ich wusste nicht, dass ein Cop sich so eine Karre, also. Ja, selbst leisten, selbst kaufen. vererbt. Aber ich muss mich eben um die Karre auch kümmern. Ist auch nicht günstig, aber naja, es ist halt Leidenschaft, das ist Herzblut. Verstehst du? So muss man mit Karren umgehen. Weißt du, sie sind wie Frauen. Man muss sie lieben, man muss sie schätzen, aber am wichtigsten respektieren. Ich hole mir noch eine Zigarette raus. Ziehen Sie mir an. Was rauchst du denn für ein Kraut da? Er hat so eine blaue Packung. Das ist kein Marlboro und das ist auch, das sieht irgendwie europäisch aus. Da steht was Französisches drauf. Ach Gott. Ich hole mal. Ich kann es nicht aussprechen. Das Franzosenzeug und ich hole eine von meinen schönen roten Original Marlboro raus, drück sie mir in die Reihung und auch mal gescheites Kraut. Komm. Danke, Sir. Ja. Danke. Sie wollen rüber, oder? Nach Peakwood. Ja, schon. Muss ein bisschen den Kopf freikriegen, weißt du. Ja, das ist... Manche kommen freiwillig hierher, manche kommen hier nicht weg. Und du willst hier weg? Wer will das nicht? Schauen sich das Kaff an, man kann es nicht sehen, aber... In dem Moment siehst du hinten einen schwarzen Ford LTD vorfahren und langsam Anleger weit weg von deinem Schatz, aber parkt mit Abstand, verdunkelte Scheiben. Oh, shit. Was shit? Naja, ich hab's nur von einem Freund gehört. Ich war halt, hab beim Kumpel übernachtet. Die Schule ist in Fort City und die meisten von uns vermeiden es, in Peakwood zu bleiben, wenn es nicht, also unter der Woche. Aber ich habe gehört, heute Nacht ist jemand umgebracht worden. Oh, Jesus. Es gibt echt keinen schönen Fleck mehr auf dem Planeten. Scheiße. Kannst du sie? Hast du sie gekannt? Ich weiß nicht, wer.
Okay. Hm. Naja. Uff, toll. Klasse, natürlich, klar. Natürlich. Ich schmeiß die Kippe etwas deprimiert weg. Ja, und du siehst aussteigen, erstmal hinten aus dem Rücksitzbereich, zwei Personen, die sich gerne mal beschreiben dürfen. Die Bilder seht ihr unten, aber wie tretet ihr auf? Auf der einen Seite steigt eine mitteldurchschnittlich große, mit einer durchschnittlich bräunlichen Haarfarbe ausgestattete, durchschnittlich aussehende weiße Frau in einem Hosenanzug mit etwas gepolsterten Powerschultern aus. Und eine Handtasche, aus der sie kurz wieder ein kleines Diktiergerät herausfischt. Phil, erster Blick auf Peakwood Bay ist nicht sehr vielversprechend. Wir sind aktuell an einem Pier und schauen über den See. Ich habe das Gefühl, dass das hier eine mückengeplagte Region ist und hoffe, dass ich dafür alles Nötige eingepackt habe. Es könnte sein, dass ich mich seltener melde, wenn ich mir anschaue, dass das die einzige sinnige Zufahrt zu dem Gelände ist. Und dann holt sie eine Sonnenbrille raus, die sie gegen das bisschen Tageslicht, das hier durchkommt, das Sonnenlicht aufsetzt, während sie nachdenklich auf den See rausschaut. Auf der anderen Seite steigt ein braungebrannter, relativ großer Mann in den 40ern aus, bleibt erstmal stehen, schaut sich um, starrt die Bäume und den Himmel und die Wolken an und meint dann: Phil, was sind das eigentlich für Bäume? Die sind ja nicht wahr? Riesig. Urzeitbäume. Ich glaube, das ist der Ahorn. Ahorn. Verrückt. Ja. Der ganze Marschboot ist voll damit. Also entweder Nadelbäume oder diese Ahorn. Und wir sind jetzt Anfang Oktober, das wird jetzt Schlag auf Schlag gehen. 2, 3, 4 Tage. Also ich glaube, in 10 Tagen ist hier sowieso so ein Herbstfest. Und dann wird sich der ganze Wald verfärben in alle Farben, die sie aus Feuer kennen. Das ist ein fantastisches Naturschauspiel. Jedenfalls alles, was eben Blätter hat. Mhm. Mhm. So was haben wir in Malibu nicht. Toll. Aber Palmen. Ja, aber die verfärben sich ja nicht. Also die werden braun. Und, ja, aber das liegt dann eher am Smog und so, wissen Sie. Ja. Rauchen Sie? Wie bitte? Rauchen Sie. Rauchen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Jan Phil wollte gerade irgendwas aus der Tasche holen und lässt es dann. Ja, ist ja auch, hat man ja auch rausgefunden, ist gar nicht so gesund, wie Sie immer sagen. Ja, gut, dass Sie das ansprechen. Das wollte ich auch nochmal betonen. Rauchen ist überhaupt nicht gesund, Kinder. Ja. Ja, und das Kind, beziehungsweise der Jugendliche, der gerade die Marlboro weiter raucht, schaut drüber. Ja, wir werden noch 10 Minuten warten müssen. Der alte Gunderson ist ziemlich pünktlich, was das angeht. Aber man kann ihn schon erkennen. Und tatsächlich könnt ihr schon von Weitem das langsam sich nähernde und vor allen Dingen hörbar Geräusch der Autofähre erkennen und das rote Dach, was daraus hervorglänzt. Agent Eva. Anwesend. Wer ist denn unser lokaler Ansprechpartner? Oh, ja, das dürfte der Sheriff sein. McLachlan war ja der Alte. Wie heißt denn der Neue? Pickett. Earl Pickett, genau, Sheriff Pickett. Aber ich habe Bescheid gesagt, wann wir ungefähr kommen mit der Fähre. Das heißt, eine Dreiviertelstunde Fahrt. So gegen 6 werden wir da sein. Und da sollten zumindest die Deputies vor Ort sein. Und hoffentlich auch der Sheriff. Aber ja, Sheriff Earl Pickett ist euer Ansprechpartner. Ihr Ansprechpartner. Ja. Der lokale Sheriff hat den Namen Earl Pickett. Mal sehen, wie wir zusammenarbeiten können. Und während sie weiterredet, schlendert sie langsam am Pier auf und ab. Das ist ja ein lustiges, also dieses, ich kenne bei uns, Roland hat auch so ein Ding, aber er hat es nach 2 Tagen kaputt bekommen und hatte nicht verstanden, wie das mit der Kassette darin geht. Kennen Sie Agent Furlan schon länger? Fragt er. Wir haben uns gerade kennengelernt, oder? Oder täusche ich mich da? Ja. 2 Bezirke, natürlich. Ja. Ich habe Santa Barbara und Malibu. Verstehe. Ja. Malibu. Also ich hab viel von ihr gehört. Sie soll ziemlich kompetent sein. Aber ja, dann. Ich bin mir sicher, dass sie weiß, dass da eine Kassette drin ist. Hm.
Ja, das habe ich auch gar nicht, das meinte ich auch gar nicht. Ja. So. Und ein Jeep fährt ebenfalls. Mittlerweile ist dieser kleine, sehr enge Parkplatz, der nicht für diese riesige Masse an Autos ausgerichtet ist, ziemlich voll, sodass Linda tatsächlich kurven muss und schauen muss und dann irgendwann einfach stehen bleibt, etwas schräg. Beliebter Ort. Patty, bist du da? Wie bitte? Alles voll. Ich hoffe, ja, wir kommen noch überhaupt auf diese Fähre. Ich hätte nicht gedacht, dass es so voll ist. Huh. Bei so einem kleinen Ort. Hm. Wollen wir, also ich meine, willst du kurz Luft schnappen? Du sitzt, glaube ich, seit... Ja, Moment. Ich würde aus einem Handschuhfach meinen treuen Freund und Begleiter mein Insektenspray raus und mich erstmal anfangen. Obwohl ich lange Ärmel und alles anhab, würde sie trotzdem anfangen, ihre Hände voll zu sprühen, es in ihr Gesicht zu packen und alle Stellen, die eventuell frei liegen könnten. Okay. Du, ich weiß gar nicht, ob jetzt, also wir haben Oktober, ob da so viel, ich meine, es ist ein See, du hast wahrscheinlich recht. Ich wollte gerade sagen, guck diesen riesigen See an, das kann ja nur. Da wird eine Brut von, ja, natürlich, ja. Lass uns kurz Luft schnappen. Ja. Sie nimmt eine Cola-Dose mit. Macht die Musik aus, steigt aus. Und wer steigt da mit aus? Wie sieht Patricia aus? Patricia hat relativ unordentliches, dunkelblondes Haar, so relativ grob irgendwie nach hinten hochgesteckt. Sie trägt eine recht langweiliges Nasenrad. Sehr nicht unbedingt in dem Gesicht schmeichelnd. Sie hat, wie gesagt, sie ist wirklich eingehüllt eigentlich in Klamotten, damit auch so ein schöner Rollkragen, der bis oben hingeht. Eine braune Lederjacke trägt sie, eine Hose, noch in dunklen Farben eher gehalten. Recht unauffällig, recht unauffällig und ihrer zurückhaltenden Art umschmeichelnd. Bloß nicht auffallen wollen. Linda ist genau das Gegenteil. Schwarze Haare, die sie jetzt auch gerade wieder etwas länger im Rückspiegel sondiert. Vielleicht auch, weil da Herren am Pier warten. Ansonsten ein schickes Sakko, das sie zuknöpft. Ein Teil eines Kostüms. Aber sie macht gerade eine Dose Coke auf und steigt aus und stellt die auf die Kühlerhaube und schaut erst das dunkle Auto an, dann das sehr auffällige Auto. Und dann den Herrn dahinter. Wie sieht der eigentlich aus? Wie sieht man Beaufort? Ja, Beaufort hat gepflegt natürlich seine Lederjacke an und dazu noch ein weißes, normales T-Shirt. Ist jetzt kein neues T-Shirt, also von daher so strahlend weiß ist es vielleicht auch nicht mehr, weil er auch ab und an was am Auto machen muss. Ansonsten hat er eben seine doch etwas schokoladigere Haut, seinen schokoladigeren Hautton und ansonsten wirklich dichtes, schwarzes Haar, das eher relativ, also der macht sich jetzt keine großartige Frisur, das liegt halt mal so und mal so, je nachdem, wie es halt auch teilweise der Wind hinlegt. Boah, und ansonsten steht er eben da gerade mit so einem jungen Burschen und guckt sich selbst auch so ein bisschen die Leute an, die da gerade am Pier angekommen sind und gibt so ein kleines Lächeln an die Lady, die gerade ihre Coke abgestellt hat, kleines Nicken und ja, macht sich noch eine Zigarette an. Und ja, wenn du dich umdrehst mit der gerade angezogenen Zigarette, siehst du, wie der Kahn gerade am Anleger tatsächlich dreht und euch ein Herr mit schlohweißer Löwenmähne und ebenfalls sehr, sehr wuschigen weißen Bart, einem einfachen Arbeiterhemd und mit Hosenträgern festgehaltenen blauen Jeans entgegenwinkt. Ahoi! 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 Der Kahn sieht gut aus, mein Herr. Ja, die Old Mary, die gibt es hier seit, weiß nicht, ich glaube seit den 50ern bin ich jetzt hier. Ava Gunderson, ich bin Ihr Captain für die kleine Überfahrt. Wir haben 5 Uhr auf die Minute und wenn Sie mal so freundlich sind, und er guckt zu Beaufort, den hier festzumachen, und der wirft dir einen Tau zu. Ja doch. Und Sie, und er schaut zu Mike, den hier. Ja. Ja,
Hätte man kein Problem. Und genau, irgendwie, wie mache ich eigentlich? Nur genau, einmal drumherum ziehen, bis ich dran bin. Eins, zwei, drei Autos. Nein, Entschuldigung, ich war nur der Chauffeur, meldet sich Phil Diva. Die beiden Herrschaften, ich fahre dann wieder zurück. Zwei Autos. Und den Rest der Strecke? Es gibt keine Strecke mehr. Sie legen direkt am Ort an. Das Diner ist direkt am Hafen. So viel Sheriff Station hoffentlich. Achso, ich dachte, wir gehen zuerst den Tatort besichtigen, aber Sie haben natürlich recht. Also ich glaube, das Diner ist am Hafen, die Sheriff Station jetzt nicht. Ach, das wüsste ich jetzt auch nicht. Ja, und Phil beginnt gerade aus dem Kofferraum euer Gepäck rauszuholen. Einmal das Reisegepäck und einmal eine Aktentasche. Ansonsten ist hier alles Weitere drin. Ich werde, Telefon gibt es ja dort auch und zur Not auch Funk. Ansonsten ist hier eines dieser Motorola drin, falls Sie keinen, nicht wahr? Das klang, als wäre das mit dem Telefon nicht ganz sicher. Sie sind sicher, dass es da Telefon gibt? Nun ja, ich wurde ja angerufen vom Sheriff. Also mehr als ein Apparat. Wir haben ja, danke für das mobile Fernsprechgerät. Exakt. Ihre Nummer, Agent Diva? Ja, ist dabei. Danke. Dann nehme ich mir meinen Koffer und gehe damit, sobald die Planke liegt, in irgendeiner Form rüber auf die Fähre. Tatsächlich bist du die erste, Planke liegt und gerade geht per Hand die Schranke hoch und du schreitest bereits runter. Ma'am, schön, guten Abend. So, bitte, dann erst tatsächlich das Fußpersonal und die Wagen zum Schluss. Ich würde sagen, der Hübsche hier als erstes und der kleine grüne Jeep dann dahinter. Und dann haben wir noch genug Platz für alle, die mitwollen. Bobby, hallo Bobby. Hey, Mr. Gunderson, er schiebt sein Motorrad dran vorbei. Schlimme Sache das hier. Was für eine schlimme Sache? Naja, ich nehme an, weswegen Sie hier sind, Mrs. Agent oder so, nicht wahr? Dann scheinen Sie ja schon informiert zu sein. Der Ort ist ein Ort. Das ist ja seit heute Morgen wohl passiert. Ja. Man kennt sich, man erzählt sich und man. Ich meine, ich bin derjenige, der die Kids rüber zur Bushaltestelle fährt jeden Morgen, nicht wahr? Jedenfalls die nach Fall City müssen. Das kriegt man ja mit. Das kriegt man ja mit, nicht wahr? Bitte, kommen Sie vorsichtig. Dann werden wir sicherlich noch miteinander reden. Oh ja, wir haben jetzt 45 Minuten Zeit. Mister, fahren Sie jetzt drauf? Ja. 45 Minuten. Was Phil, allein die Fahrt über den Morgen. See kostet 45 Minuten Zeit in jede Richtung. Die Vorstellung, hier zur Schule zu gehen, ist absolut grauenhaft und sie wandert wieder langsam aus dem Gespräch davon. Ja, hier gibt es ja auch gar keine Schule. So, kommen Sie jetzt. Ja, wunderbar. Und jetzt, Miss. Lydia steigt wieder ein. Linda steigt wieder ein. Hat die Dose vorne auf dem Kühler stehen lassen. Ich würde sie direkt und nehmen, wenn ich das sehe, dass sie ohne die Dose da unten geht. Mit einem Griff und sie verloren. Oh, sorry, das habe ich. Ich dachte, ich hätte die schon längst getrunken. Ich war irgendwo. Steigst du mit ein oder willst du per Fuß auf? Ja, ich steig ein. Okay, ja. Ich habe tatsächlich, unser Kurhotel heißt Lakeview, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir über den Lake müssen. Das hat in der Broschüre ganz anders ausgesehen. Ist bestimmt ganz entzückend dort. Entzückend. Ja, die Autos fahren hoch, die Schranke wieder runter. Hotel ist ein gutes Stichwort. Ich rufe Phil noch was nach. Phil, haben Sie ein Hotel gebucht für uns? Ja, Post und Park Hotel. Das ist direkt an der Straße. Ich glaube, zwei weiter vom Diner. Es gibt nur eins und dieses große Kurhotel, aber das war voll oder sowas. Wir sind ja nicht zur Kur. Post und Park Hotel sind zwei Zimmer auf Ihren Namen. Klingt herrlich. Dankeschön, Phil. Machen Sie es gut. Wir hören uns. Ja, Phil steigt wieder ein, winkt nochmal und wendet dann den Wagen, während Ava den Kahn wendet. Es ist schon wirklich ausgesprochen einsam hier. Sag ich zu niemandem wirklich speziell, einfach mehr oder weniger so ins Nichts, falls irgendjemand in der Nähe ist, der sich angesprochen fühlt. Ist das dessen Problem?
Du, also Ava ist jetzt in diesem kleinen Führerhäuschen tatsächlich drin und der Junge, den du Bobby gehört hast, steht eher vorne bei der Schranke an seinem Motorrad und raucht seine Marlboro zu Ende. Dann siehst du den Herrn mit seinem schicken Auto mittlerweile wieder aus dem Auto gestiegen. Ja, ja, ich habe mir eine Flasche Whisky genommen, also aus meinem Rucksack, und habe mich praktisch, lehne mich an meine, wie heißt es, doch mal Motorhaube und guck so, wohin wir fahren. Und die zwei Damen am Jeep, du siehst die, die am Steuer war, bleibt auch am Steuer. Und du siehst, Linda ist das nicht geheuer mit diesem kleinen, komischen Boot, was eigentlich nur aus Straße und einem Aufbau besteht. Und das jetzt 45 Minuten über einen See und das, sie bleibt im Auto anscheinend. Ich auch. Okay. Viel zu viel Ungeziefer draußen. Ja. Agent Human, was halten Sie davon, dass offensichtlich die lokale Bevölkerung jetzt schon weiß, was passiert ist und vermutlich sich auch schon eine Meinung gebildet hat? Haben Sie schon mal in so kleinen Gemeinden gearbeitet? Nein, noch nie. Sie? Nein, so klein, so abgelegen wie hier auf jeden Fall noch nicht. Ich nehme an, Sie wollen die Zeit nutzen, die wir für die Überfahrt brauchen. Wie weit ist es überhaupt? Können wir das Ufer schon sehen, das andere? Das kann doch... Tatsächlich siehst du es noch nicht. Hast du auch vom Pier nicht gesehen, was daran liegt, dass langsam auch das Licht weggeht. Du kannst in der Ferne Laternen erkennen und würdest ungefähr schätzen, dass da dann das andere Ufer sein könnte. Aber du siehst auf jeden Fall, während ihr so schon ein bisschen tuckert, 10 Minuten drauf, westlich eine Insel aus dem See ragen. Ja, zur Not könnte man auch schwimmen. Ich weiß nicht, das Wasser wirkt mir ein wenig frisch. Da haben Sie recht. Sollten wir die Zeit nutzen und diesen Mr. Gunderson schon mal befragen und vielleicht ein paar der anderen Reisenden hier auf der Fähre? Das können wir machen, solange wir darauf achten, dass wir keine Informationen preisgeben. Ich weiß nicht, wie viel sich hier schon rumgesprochen hat, aber wir wollen nicht zu der ganzen Gerüchteküche beitragen. Wollen wir das zu zweit machen oder nehmen wir uns die einzeln vor? Machen wir das zu zweit. Ah, sehr gut. Na dann. Gunderson oder erst einen von den... Ich schaue mir mal die Nummernschilder an den Autos an, ob die aus der Region sind oder ob die von weiter weg kommen. Tatsächlich, der Jeep kommt aus Nevada. Mhm. Und Chevrolet will ich die ganze Zeit sagen, ist kein Chevrolet. Was hast du? Mustang. Der Mustang kommt aus Washington oben, aus Seattle. Beide nicht von hier. Sollen wir sie trotzdem befragen? Keine Ahnung, vielleicht haben sie ja Verwandte in der Region oder irgendetwas in der Art. Zumindest ein paar Worte wechseln kann nicht schaden. Nimm die Sonnenbrille ab, bringt ja inzwischen auch nichts mehr, wird ja langsam dunkel. Geh zu dem Jeep und klopfe tak, tak, tak gegen die Seitenscheibe. Ja, Linda, schau zu dir. Ich will nicht mit dir reden, 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 ich will nicht mit dir reden. Dann bringen Sie, ich würde mein Fenster runter machen. Ja, gehe ich einmal ums Auto rum. Andere Seite wird gekrönt. Alles in Ordnung? Ach ja, meine Freundin hier ist einfach nur etwas erschöpft von der Reise. Das kann ich mir vorstellen. Hey. Sind Sie aus Nevada hier hochgefahren? Ja, ja. Darf ich fragen, ob es einen speziellen Grund gibt? Tatsächlich sind wir zum Urlaub hier. Einfach mal raus aus der Großstadt. Viel weniger Großstadt als hier gibt es, glaube ich, nicht. Nee, ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Ja. Haben Sie Bekannte, Verwandte oder sonst irgendetwas in Peakwood Bay? Nein, gar nicht. Haben Sie diesen Ort einfach gefunden, in dem Sie wahllos auf der Karte nach irgendwas gesucht haben, wo wenig in der Nähe ist? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie... Wie diesen Ort. Und das ist meine Schuld. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Je nachdem, was für Literatur ihr lest, habt ihr sie vielleicht schon mal auf dem Klappentext gesehen oder vielleicht auch auf einem kleinen Bild von irgendeiner Signurstunde. Weiß ich nicht, ich lese generell keine Fiction. Dann wird es schon eng, denn das ist genau... Patricias Steckenpferd. Aber Linda beugt sich kurz vor, auch wenn sie sehr blass in sowas.
Meine Klientin und ich, wir sind tatsächlich auf Kur hier. Und so seltsam abgelegen dieser Ort zu sein scheint, so positiv hat man uns im Reisebüro das Lakeview angepriesen, das Kurhotel. Klientin, sind Sie Anwältin? Nein, ich bin vom Verlag. Ich bin Verlegerin. Oh, Sie sind Schriftstellerin. Ich wende mich wieder an. Ja. Patricia. Und Sie müssen Detektiv sein. Vielleicht ist es angemessen. Ja. Vorgefallen? Sollten wir vielleicht, ich weiß nicht, es scheint nicht so, als es scheint ja schon irgendwie, ich meine, hochrangige Agenten, die in so ein kleines Kaff bestellt werden. Hochrangig ist, denke ich, das falsche Wort. Wir sind Special Agents, aber nochmal Special Agents. Ich meine, ich glaube, wenig Leute in diesem Dorf werden schon mal jemals neben dem Special Agents gesehen haben. Einschließlich uns. Vermutlich werden sie es auch nach diesem Fall nicht wieder. Es gab aber einen Todesfall in Peakwood Bay. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund zur Beunruhigung gibt. Naja, ich meine. Wie ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Miss? Entschuldigen Sie, ich bin Patricia Krakowia. Was könnte ich denn kennen, was Sie geschrieben haben? Was schreiben Sie denn? Ah. Mein Forte sind Thriller. Ich weiß nicht, ob jemand aus Ihrem Bereich seine Freizeit noch mit anderen unschönen Themen verbringen möchte. Haben Sie das mit diesem Hund geschrieben? Nein. In diesem Hotel? Nein. Dieser Hund, der langsam wahnsinnig wird in diesem Hotel? Nein. Das ist... Nein, das ist... Das ist jemand anders. Aber sie hat das mit den... blutroten Dornen. Kennen Sie blutrote Dornen? Nein. Das klingt im Kofferraum. 10 Stück. Wir können eins signiert auch gerne. Bitte? Das klingt romantisch. Ich habe nichts zu lesen eingepackt. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich würde gerne eins dieser blutroten Dornbücher kaufen. Und du siehst, Linda schaltet um auf Ich bin seekrank zu Ich bin Verlegerin. Und ich muss jetzt wieder dafür sorgen, dass... Und sie steigt aus und geht hinten in den Kofferraum. Und wo haben wir die Dinge reingepackt? Das ist doch in der Dings-Trilogie. Hier. Ja. Und sie gibt dir ein Hardcover Blutrote Dornen mit einer schwarzen Rose darauf. Was macht das? Nichts. Wenn Sie noch eine Signatur wollen, dann hat sie rein. Das Wir dürfen ist als Bundesagenten derart nicht ja. einfach irgendwelche Dinge annehmen von Behörden. Okay, verstehe ich ja. Das sind $8 dann. Jetzt kann ich aber hier keine Quittung oder sowas ausschreiben. Das macht nichts. Ich bezahle es privat. Ich hole Kleingeld raus. Vielleicht können Sie unterschreiben mit für Mike. Selbstverständlich. Und ich würde einen Stift herauskramen und... Ich bin Mike. Hallo Mike. Und würde einfach ganz grob, ganz klassisch für Mike, Patricia Krakowia, viel Erfolg bei ihrer blutrünstigen Mission. Viel Erfolg bei, viel Vergnügen bei ihrem Urlaub. Vielen Dank. Sobald der Kofferraum wieder zu ist. Urlaub, ja? Ich wusste nicht, dass wir über einen See müssen. Und rum geht ein Ruck durch den kleinen Kahn, so dass sogar das Motorrad umfällt. Mann, Gunderson! Wow, alles gut. Das kommt davon, wenn man den See stört. Was meinen Sie damit? Entschuldigung. Oh, fragen Sie bitte nicht nach, Miss. Hörst du vorne Bobby an der Schranke? Es ist ein größeres Biotop, das nimmt einige Fläche ein im Naturpark und natürlich hat sich da auch über die Zeit, ich sage mal die Urzeit, ein oder anderes angenistet. Angenistet? Ja, der Peakwood Gator. Ja. Ein Riesengeschoss, halb Hai, halb Krokodil
Und in den Tiefen dieses Kratersees, ich meine, ich bin jetzt kein Historiologe, aber das Ding ist uralt. Ich meine, wir reden hier von Dinosaurierzeit. Fasziniert vor allen Dingen, dass eine Mischung aus zwei überhaupt nicht verwandten Spezies, die aber beide im Salzwasserleben sich hier in einem Süßwassersee angesiedelt haben. Ist das nicht faszinierend? Allerdings, und so weit im Norden. Ja. Aber er macht selten seine Rundflüge. Ich habe nur einmal seinen Buckel gesehen. Gandalf, das verwechselst du mit Nessie. Ja, erzähl. Ich weiß, der alte Gandalf erzählt nur uns. Aber das und viel mehr sind die Geschichten, die diesen Ort zusammenhalten. Ja, ich verstehe. Agent Newman, reden wir mit den anderen Gästen an Bord. Und rüber zu Joe Beaufort. Und dann aus einem herrlichen Auto. Drei Schritt Entfernung. In vollkommener Nichtachtung des herrlichen Autos. Guten Abend. Ja, guten Abend, Agent. Agent Ferlin, Donna Ferlin. Sind Sie hier aus der Region oder machen Sie auch nur Urlaub wie die Damen da drüben? Was interessiert Sie das eigentlich, ganz ehrlich? Ich bin, fürchte ich, von Beruf her neugierig. Und falls Sie mir ein wenig was erzählen könnten, wie die Stimmung und wie die Leute in Peakwood Bay sind, dann wäre das sehr nützlich. Wenn Sie aber nicht von hier sind, dann werden Sie mir da auch nicht aushelfen können. Daher die Frage. Gott, echt den Stock bis zum Anschlag im Hintern. Ey. Entschuldigung? Ihr Agents geht mir alle auf den Sack. Oh Gott. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, ich bin hier einfach auf Kururlaub. Ey. Und ich ziehe mal richtig schön an meinem Whisky. Und wissen Sie was? Haben Sie vor, den Wagen gleich noch zu fahren? Nein, ich werde ihn natürlich schieben. Darauf mit meinem ich. Kinn. Agents, ey. Also sagt er mit seinem Kinn? Er sagt er mit seinem Kinn, ja. Pumi, du würdest auch halt gegen. Ich schätze mal, Sie werden uns nicht weiterhelfen aufgrund der leicht feindlichen Schwingungen, die ich glaube, von Ihnen zu empfangen. Hören Sie zu, Agent. Ich bin gerade eben erst hier eingetroffen. Oh mein Gott. Agent, Sie machen mich echt fertig. Haben Sie schon mehr Erfahrungen mit dem Federal Bureau of Investigations gemacht? Ja, natürlich. Wir nennen euch auch gerne Geier, weil ihr uns alle Fälle abstaubt. Einfach so, puff, wir machen die Arbeit, ihr kommt dann, oh, jetzt aber Sie hier. Sie sind also Polizist. Ja, bin ich, war ich. Sollte ich sein. Es interessiert Sie nicht, es braucht Sie nicht zu interessieren. Weshalb sind Sie überhaupt hier? Wir gehen dorthin, wohin uns das Büro schickt. Ja, schöne Schäfchen, einfach mal laufen. Ja, ist okay. Also seid ihr wegen dem Mord hier. Okay. Ist wir ja könnten genauso klar. Gut hier sein wegen Geldwäsche, wegen Schmuggel. Sie wissen schon, sobald das Staatslinien überquert. Gut, dann stellt sich aber die Frage, weshalb schickt das Büro jemanden wegen einem Mord in irgendeinem Kaff her? Weil der neue Sheriff damit total überfordert ist, hört man Bobby ja von der Schranke aus. Der die ganze Zeit so ein bisschen grinsend, weil der ist gar nicht so, wie ein Kopf ich mir vorstelle. Und jetzt denkt er, könnte was dazu beitragen und deshalb hört ihr so halb gemurmelt. Das ganze Ort zittert jetzt. Zittert? Du bist vor zwei Jahren sind die vier Leute verschwunden und jetzt ein Mord. Ansonsten passiert hier natürlich nichts, was man nach außen dringen lassen sollte. Und jetzt müssen sie was machen. Warte mal, Bobby. Wie hast du das gemeint? Was passiert, was nicht nach außen dringen soll? Bitte wie? Ja. Also es gibt nicht wenige, mein Dad zum Beispiel und ein paar andere, die sind halt echt stinkig, weil vor zwei Jahren nichts passiert ist, als der alte Sheriff verschwunden ist und der Reverend, okay, der Reverend war ein Arschloch, und Miss Fleetwood vom Buchladen und dieser Deutsche, alle weg an einem Tag, puff. Ein Deutscher. Und daraufhin ist nichts passiert. Ja, und da kamen keine Leute vom FBI. Gab es dann, ich gehe davon aus, es gab Ermittlungen, aber sie haben nirgendwo hingeführt.
Naja, zumal wir hatten ja tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt dann keinen Sheriff. Es gab dann so einen Ersatz-Heini und der neue Sheriff ist erst seit letztem Jahr hier. Und da sind einige echt stinkig. Bobby, wie ist dein vollständiger Name und können wir dich vielleicht noch einmal ausfindig machen in Peakwood Bay? Robert Valentine. Ich wohne in der, jetzt muss ich mal gucken, was ich für Straßen habe. Wo wohnt denn Bobby? Zack. So, Bobby wohnt in der Salem Road, genau. Salem Road 8. Ja. Danke, Mr. Valentine. Aber ich weiß nicht so viel von heute Nacht. Ich komme gerade aus Fall City, genau wie ihr. Aber ich nehme an, dass Sie die meisten anderen Leute Ihres Alters aus dem Ort kennen. Mhm. Dann mein Beileid. Ja, okay. Oder kannten Sie die Person nicht? Ich habe nur gehört, dass es jemanden erwischt hat, aber meine Mom hat mich angerufen, ich soll zurückkommen. Sie hat nicht gesagt, wer ist es denn? Ich glaube nicht, dass wir das so offen sagen dürfen. Entschuldigung. Ha, jetzt sprechen Sie sowieso nicht, Agent. Ja, und Bobby schaut kurz zu Ava und der schüttelt nur den Kopf und konzentriert sich wieder auf das Gefährt, was gerade eine größere Kurve fährt und nach ungefähr ein bisschen über einer halben Stunde seht ihr tatsächlich jetzt auch die Lichter näher kommen vom Pier von Peakwood Bay. Phil, es gab hier vor 2 Jahren schon einmal vermissten Fälle. Die Personen sind nie wieder aufgetaucht und einer davon war tatsächlich der hiesige Sheriff. Zusammenhänge? Unklar. Noch. Immer wenn du dein Diktiergerät rausholst, denkt Mike automatisch, du sprichst mit ihm und dreht sich erstmal zu dir um und ich kann mit dir. So dieses leise Klack, und wenn sie mit dem verkniffenen, konzentrierten Gesichtsausdruck da reinredet. Agent Furlan? Ja? Wäre es nicht eine Gelegenheit, jetzt die Anwesenden zu konfrontieren mit der Identität der Toten? Wir könnten aus ihren Reaktionen etwas schließen. Wenn Sie das tun wollen, bitte. Ich beobachte gerne. Wir waren noch nicht fertig mit dem Ex-Polizisten hier, oder? Achso, nein. Ich glaube, dachte, dass wir nicht groß aus ihm was herausbekommen haben, wenn ihr wollt. Wenn Sie wollen, reden Sie noch mit ihm. Ich bin die ganze Zeit am offenen Fenster geblieben, während du mit Bobby gesprochen hast. Sie hat das, ich habe das Gespräch quasi schon beendet gehabt und bin schon wieder weggegangen davon. Ach so, okay. Mr., wie war Ihr Name nochmal? Den habe ich Ihnen nicht genannt, weil Sie den gerade auch gar nicht brauchen. Okay, würden Sie mir freundlicherweise Ihren Namen verraten? Na gut, sein muss Joe. Joe Beaufort. Ich bin Agent Mike Newman. Und ich wollte Sie noch fragen, ob das ernst gemeint war, dass Sie den Wagen gleich schieben werden. Und falls dem so ist, ob Sie dabei Hilfe brauchen. Ihr Agents habt es nicht so weit mit Menschenkenntnis, oder? Das ist Teil unseres Berufs, dass wir es damit weit haben. Mr. Beaufort. Oh mein Gott. Okay, dann auch für klare Worte für Sie. Nein, ich habe nicht vor, den Wagen zu schieben. Ich habe einen kleinen Schluck aus meiner kleinen Whiskyflasche genommen und ich stelle das auf meine Haube und werde dann einfach nur noch zum Hotel fahren und finito für heute. Ich bin durch mit der Welt für heute. Vor allen Dingen nach Ihrem Auftritt da. In welchem Hotel sind Sie untergekommen? Das ist eine sehr gute Frage für den SL. Gibt es zwei, habe ich gehört. Genau, auch du bist im Posthotel untergekommen. Das ist tatsächlich... Also nicht das Kurhotel. Direkt hier, nein. Dann habe ich eine Frage, wenn Sie im Posthotel untergekommen sind, könnten Sie uns dorthin mitnehmen? Wow. Okay, Agents. Okay. Wissen Sie was? Ich habe heute einen guten Tag. Ja, ich nehme Sie mit.
wenn sie gute Musik vertragen. Ich bin mir sicher, dass wir mit ihrem Musikgeschmack konform gehen werden. Vielen Dank. Okay, dann ja, viel Erfolg bei eurer Befragung, wenn man das so nennen darf. Bobby dreht sich um. Beaufort klingt wie ein Actionheld. Bin ich nicht, mein Junge. Bin ich nicht. Okay, dann eine andere Frage. Tom Selleck oder Harrison Ford? Harrison Ford, sag ich, als hätte man mir die Frage gestellt, aus der Pistole geschossen. Absolut. Und schaut sich dann etwas erschrocken um. Absolute Stille. besserer Schauspieler, charmanter. Deshalb hat er auch Indie gespielt. Es heißt, dass tatsächlich Tom Selleck für eine Weile in Betracht gezogen wurde für die Rolle. Ja, habe ich auch gelesen. Aber er konnte nicht, weil jetzt, und da kommen wir wieder zum coolen Auto. Mm. Ferrari. Bam, 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 bam. Nein, das ist mir, wissen Sie, alles, wo es sich tatsächlich um irgendwelche Form von Ermittlern dreht, kann ich mir nicht anschauen. Hingegen, wenn es so weit weg von der Realität ist wie ein Raiders, dann kann ich mir tatsächlich doch mich entspannen und einfach mal genießen, diesen Unsinn. Aber nicht an den Peakwood Gator glauben, hört man hinten aus der Kabine der Fähre, die jetzt langsam aber sicher Schräglage Richtung Peakwood Bay bekommt. Bevor wir anlegen, würde ich gerne noch kurz mal zu Bobby zurückgehen und ihn mit meinem Akten konfrontieren und sagen, Mr. Valentine. Bobby, ich bin, oh Gott, Mr., das klingt echt irgendwie, als ob ich fertig wäre mit der Highschool, aber hey. Bobby, wie Sie wollen. Bobby, Sie ja, Mister. Um wen es sich bei der Toten handelt? Ich weiß nicht, ihre Kollegin hat so komische Anspielungen gemacht und Beileid und sowas. Und ich weiß, es ist niemand aus meiner Familie, weil die mit denen habe ich ja telefoniert. Also, es ist niemand namens Valentine, das habe ich schon mal hier schriftlich. Es ist eine, also ist es jemand. Mrs. Palmer, sagt Ihnen das etwas? Kacke. Kim oder Sarah? Sarah. Ja, klar, sagt mir das, was die geht ja mit uns auf die Highschool, ist die Freundin von Nicolas. Nicolas und wie weiter? Brown, Nicholas Brown. Nicholas Brown, okay. Siehst du, ist jetzt gerade so ein bisschen, starrt auch an dir vorbei. Fuck. Okay, geht's Ihnen gut? Ja, sie ging halt mit mir. Ich dachte, sie wäre krank, weil sie heute nicht in der Schule war. Ja, Auge beginnt zu zucken. Nee, mir geht's nicht gut, Sir. Sorry. Mein Beileid. Wo wohnt denn Nicholas Brown? Oben neben dem Club, die Straße oben. King Road, das letzte Haus neben dem Ace of Spade. Sorry, ich bin jetzt echt gerade ein bisschen, ich muss erstmal. Ja, natürlich. Ich lasse das anholen. Man kennt sie, also sie war. Nicht unbedingt eine feste Freundin, ja, okay, man muss sagen, man kennt sie natürlich aus dem Ort und aus der Schule, aber sie war Cheerleader, ja, sie ist Cheerleaderin und sie hat im Diner gearbeitet mit ihrer Schwester wenn es jemand nach Los Angeles geschafft hätte, dann wahrscheinlich die Palme, aber jetzt ja wohl dann nicht mehr, nicht? Ja. Ein weiterer Ruck geht durch das Schiff, als es tatsächlich dann schräg anlegt und die ausklappbare Metallbrücke wieder ans Festland dockt. Vor euch liegt ein asphaltierter Steg, mittlerweile von drei Laternen beleuchtet. Eine schmale Straße führt hoch in den Ort.
Rechts am Pier befindet sich ein kleiner Bootsverleih und eine Schiffswerkstatt. Davor dümpeln jeweils 3 Ruderboote im seichten Wasser und 3 Tretboote sind an Land gezogen. Links die Straße seht ihr einen Angel- und Tracking-Store, der allerdings links geschlossen ist, und die Straße hinauf lässt sich bereits ein braun-weißes Fahrzeug der hiesigen Ordnungshüter erahnen, welches vor dem Diner steht. Vielen Dank, dass Sie mit Gunderson Schiffsreisen gefahren sind. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und hüten Sie sich vor dem Gator. Ja, genau. Wir werden Sie weiterempfehlen, Gunderson. Ja, spätestens für die Rückreise. Ja, wir werden nicht all der unzähligen anderen Schiffsrouten benutzen auf dem Rückweg. Das versprechen wir Ihnen. Öffnet die Schranke, lässt erst die 2 Fußgänger und Bobby mit seinem Motorrad runter. Dann kann Joe runterfahren. Und zum Schluss siehst du, Linda fährt an. Dreht sich zu dir, Patricia. Hast du das gehört? Also das mitgehört mit dem, also mit, dass der, er ist ein Ex-Cop und dann ist da ein totes Mädchen anscheinend. Spannend, oder? Das scheint ein interessanter Urlaub zu werden. Ey, ich sehe es in deinen Augen und wahrscheinlich auch in deinem Notizbuch. Sie klappt es unauffällig wieder zu. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das Hotel. Ja, lass Soll uns ich mich lass um uns das erstmal. Hotel. Willst du da mitgucken? Ey, das sind FBI-Leute, die lassen dich sowieso nicht rein, nur weil du eine Schriftstellerin bist. Der kannte ja nicht mal dein Buch. Er kannte Cujo und Shining, fantastisch. Ja, los. Wir müssen da echt dran arbeiten. Vielleicht sollte ich aufhören, deine Bücher zu verschenken. Das wäre eine Idee. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, wenn da mal jemand und vielleicht... Nein, klar. Ich hätte es wahrscheinlich auch kostenlos angeboten. Weißt du was? Lass mich an dem Diner vorbeigehen. Okay, ich fahre. Ich gestehe es dir ein. Wir haben wahrscheinlich noch nicht mehr so eine Chance, mit echten FBI-Agenten und mit einem Cop zu reden. Das heißt, wenn es rein dazu dient, deine Schreibblockade aufzuheben, dann bin ich damit einverstanden. Wir sehen uns später. Ja, ich bin schon ausgestiegen. Ja. Another one bites. Das, ach, halt die Fresse, Freddy. Und sie fährt an dir vorbei, hinter dem Wagen von Beaufort her. Wollen wir direkt erst einmal zum Hotel? Wollen wir zum Sheriff oder könnten Sie auch einen kleinen Imbiss gebrauchen, Agent Newman? Ich hatte mit Mr. Beaufort ausgemacht, dass wir uns mitnehmen zum Hotel. Ja, verstehe. Aber wenn Sie dagegen sind, können wir auch erst den Imbiss aufsuchen. Ich habe nur etwas dagegen, wenn er mich weiterhin die ganze Fahrt über beleidigt. Ich dachte, wir können ein Auge auf ihn haben. Wenn er schon betrunken am Steuer ist, dann wäre es doch von Vorteil, wenn wir zumindest in seiner Nähe wären. Also, wir können ihn wissentlich betrunken fahren lassen. Ja, wir können gerne auf ihn aufpassen. Oh. Wie schaut's aus, Agents? Wir kommen, Mr. Beaufort. Wir sind gleich bei Ihnen. Na dann, Koffer in den Kofferraum, wie es sich gehört. Und hinten einsteigen. Vielen Dank, dass Sie uns mitnehmen, Mr. Beaufort. Selbstverständlich. Ich meine, wir haben denselben Weg. Vielleicht war ich etwas zu grob unter Umständen. Vielleicht. Also, als kleine Wiedergutmachung dachte ich mir, kann ich Sie wenigstens mit zum Hotel nehmen. Sagen wir so, wenn Sie sich allen Bundesagenten gegenüber so verhalten, kann ich verstehen, dass die wiederum vielleicht etwas ungehalten sind in der Zusammenarbeit mit Ihrem Department. Wenn es nur so einfach wäre, die Geschichte, wenn es nur so einfach wäre. Nun gut, okay. Ich hoffe, Sie haben nichts gegen ein bisschen AC/DC. Und ich schmeiß natürlich meinen Kassettenrekorder, den ich habe, an. Wechselstrom? Oh mein Gott. Ich drehe die Anlage einfach richtig schön laut auf, damit es richtig schön Trash erstmal. Lass die Reifen kurz quietschen. Nick nochmal Bobby zu, währenddessen ich an ihm vorbeirausche und fahre praktisch Richtung Hotel. Ja. Also sehr interessante Musik.
Du hörst eine Stimme, als hätte jemand Benzin gegurgelt und danach geraucht, aber falsch rum. Interessant. Das ist die Streckenlage. Nein. Ihr seht, ihr fahrt den Pier gerade hoch und seht direkt das Diner hier stehen. Und davor tatsächlich einen geparkten Wagen der hiesigen Ordnungshüter. Und dort steht eine Frau mit einem kleinen, eher schnell zusammengeschriebenen Schild, auf dem der Name Patricia Kakoviak steht. Und, ich glaube, dass der Sheriff vermutlich gerade im Diner ist. Ja, Licht ist an, also die Beleuchtung außen ist aus, aber innen drin ist Licht. Entschuldigung. Alles der Reihe nach. Ja, ihr fahrt vorbei an der Frau mit dem Schild, dann und Linda wird langsamer. Kennst du die? Nein. Willst du die kennenlernen? Weiß ich nicht. Aber sie scheint nicht kennenlernen zu wollen. Schild. Verdammte Axt, ja. Ja. Ich wollte eh zum Diner, ne? Ja, zumindest mal fragen, was die will. Ich aussteigen. Hallo? Ja, Linda hält an und die Augen sind zu Schlitzen verengt, wenn du ausgestiegen bist. Sind Sie Miss Krakowiak? Ja. Oh, ausgezeichnet. Entschuldigung, ich dachte, wenn man ein Schild mit deinem Namen ganz groß hochhält. Entschuldigung. Funktioniert. Ja, ich habe mich angesprochen gefühlt. Ich habe nur gehört, dass Sie mit der letzten Fähre kommen. Entschuldigung, ja. Blass, dunkle Haare. Sie hat sich schnell eine Jacke übergeworfen, hat Schuhe an, mit denen man nicht weit laufen sollte und stellt sich vor als Dr. Catherine Torrance. Ich bin vom Lakeview und ich bin die Assistentin von Dr. Killian Sanders und richte hiermit Grüße und Entschuldigungen aus. Aber Ihr gebuchtes Zimmer wird erst morgen um 11 Uhr in der Früh bezogen werden können, da ein Gast eine Nacht verlängern musste. Aus diesem Grund haben wir im hiesigen Posthotel für Sie ein Zimmer mit natürlich Abendessen, Frühstück und sämtlichen Inbegriffen für Sie. Als Wiedergutmachung für die Unannehmlichkeiten sind bereits alle gebuchten Anwendungen während des Aufenthalts von der Rechnung genommen. Entschuldigung. Ja, und sie streicht sich eine Strähne aus dem Gesicht. Tut mir leid. Okay. Das ganze Hotel ist direkt hier die Straße weiter, das große an der Ecke. Hast du gehört, Linda? Mhm, habe ich gehört. Das ist ja ein Spitzenservice hier. Entschuldigung, habe ich gesagt. Verzeihung, das ist bei... Ein Gast hat verlängert. Entschuldigen Sie, ich... Wir sind komplett überbucht. Oktober ist immer voll. Etwas neugierig. Gibt es einen bestimmten Grund, warum der Gast verlängert hat? Ich nehme mal an, dass er... Ich glaube, Dr. Sanders wird einfach morgen früh noch eine Sitzung einberufen haben, wahrscheinlich eine Abschlusssitzung, die eigentlich heute sein sollte, aber da ist er nicht aufgetaucht und das Zimmer ist um 11 Uhr bezugsfertig. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Und es ist ein wunderschönes Zimmer. Es ist eins tatsächlich mit Seeblick, wovon wir nur 5 haben. Darauf freue ich mich natürlich sehr. Mhm, mh. Was ist das für eine Sitzung, die Dr. Sanders hält? Das ist jetzt aber wirklich vertraulich für mich. Oh, entschuldigen Sie. Es geht um einen der Patienten, wie gesagt. Ich verstehe. Ist es hier eine Kurklinik oder ein Sanatorium? Jetzt Kurklinik, ehemals Sanatorium. Schön, dass Sie fragen. Ach du Scheiße. Gut. Okay.
Genau. Also ihr Name ist, wie gesagt, bei dem Hotelier, bei Walt hinterlegt in der Poststation und melden sich einfach, dann gibt es dann ein Doppelzimmer für Sie für heute. Abendessen ist, Frühstück ist drin und wie gesagt, Ihre Buchungen, Ihre Anwendungen sind bei uns von der Rechnung. Entschuldigen Sie noch einmal vielmals, ich muss jetzt leider wieder zurück und wir sehen uns bestimmt dann morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Auftritt hier. Ja, und dann stöckelt sie etwas hilflos am Diner vorbei zurück. Ich würde zurück ins Auto gehen und fragen, was für Anwendungen wurden gebucht? Naja, Kur halt. Die haben Wärmebäder und die haben so Massagen und du sollst dich entspannen, du sollst deinen Kopf wieder freikriegen. Entschuldige bitte, aber wenn ich höre, dass das ein ehemaliges Sanatorium ist und da immer noch Ärzte scheinbar tätig sind. Was? Ärzte? Ja, natürlich sind da Ärzte tätig, das ist ein Kurhotel. Wenn es dir schlecht geht, ich dachte, wolltest du, wenn du in ein normales Hotel willst, dann bitteschön, dann wir haben jetzt ein normales Hotel. Nein, wir haben sogar Zimmer. Du hast es gebucht. Die nette Frau Doktor hat ja ein ganz normales Hotel. Nein. Seeblick und alles. Es klingt ein klitzekleines bisschen, als würdest du mich auf Therapie schicken wollen. Oh. Nein! Kommt unglaublich nicht überzeugt. Nicht Therapie, Therapie ist so eine Therapie. Therapie können wir auch in Nevada haben. Ich habe eine Schreibblockade, okay? Ja. Was? Eben. Seit 2 Jahren. Ja? Hier, die roten Dornen, die sind 80 rausgekommen. Ja? Weißt du, was Stephen King macht? Ja. Wegen einer Schreibblockade. Der kackt jedes Jahr 2 Bücher raus. Bam, bam, bam. Ja, und die sind danke, alle Murks. Danke, das macht es gerade richtig, richtig viel ich besser. Weiß, ich bin auch gerade etwas angespannt. Lass uns einfach zum Hotel jetzt fahren, einchecken und danach gucke ich mir dieses verdammte Diner an, okay? Okay, steig ein. Ja, und ihr fahrt vorbei. Dein erster Blick ins Diner suggeriert tatsächlich 2 Deputies anwesend, braune Jacke an, mit Kaffee in der Hand und eine ältere Frau, Mitte 40, an der Theke, die vorbeischaut. Also innen ist beleuchtet, aber du siehst ganz klar closed. Das Diner ist geschlossen und da steht auch nur der Sheriffwagen davor. Joe, du kommst mit Donna und Mike am Posthotel an. Und das heißt soweit tatsächlich, wie es zu sehen ist von außen, weil es erhalten ist, dass die ehemalige Post war, die ehemalige Poststation, die dann weitergebaut wurde zu einem Hotel. Das heißt, man sieht einen kleinen weißen renovierten Altbau und dann ein schickes Backsteingebäude davor und das Ganze ist 2-stöckig hochgebaut worden und hat einen kleinen Parkplatz davor für Eleanor. Oh, dann würde ich normal anfahren, also kein Sliding, kein Drifting, sondern ganz normal, gemütlich, schön. Der Motor gluckert noch schön aus. Ne? Ich lasse den auch noch kurz so 20 Sekunden laufen. Musik mache ich schon mal aus. Wir sind angekommen, Ladies and Gentlemen. Ihr Shuttle has arrived. Unser was? Ihr könnt aussteigen, wir sind im Hotel. Oh ja, danke, das habe ich gesehen. Vielen Dank, Mr. Beaufort. Ja, gern geschehen, my lady. Ich steige aus, hole meinen Koffer hinten aus dem Kofferraum. Reiche auch das Gepäck an Agent Newman weiter, das ihm gehört. Genau, also ihr habt... Darf ich Ihren Koffer ausfragen, Agent? Wieso? Wieso nicht? Das ist eine seltsame Frage. Warum sollten Sie mein Gepäck tragen wollen? Bizarr. Gut, dann... Tragen Sie selbst? Ja, das hatte ich vor. Ich nehme die eine Stufe hoch auf die Veranda und dann einfach die Tür auf, falls sie denn aufgeht und rein. Ja, die Tür geht auf, innen drin rustikal. Charme ist jetzt schwer zu sagen, es ist rustikal eingerichtet. Du vermisst irgendwie die ausgestopften Tiere, die gerade im ersten dein Klischeebild bilden, aber es ist mit viel Holz und mit vielen
älteren Möbeln, allerdings sauber tatsächlich. Jedenfalls macht das Foyer den Eindruck, dahinter, hinter der Theke, auf der du direkt zusteuerst, siehst du einen rundlichen Mann mit kurzem Haarschnitt, der dich schon erwartungsvoll anlächelt und um die Theke herumkommt. Auch mit dem Willen, dir das Gepäck abzunehmen. Jeder will dir dein Gepäck abnehmen. Ich halte mein Gepäck fest, nicke, aber guten Abend. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen in Peakwood Bay und im Posthotel. Mein Name ist Walt Sterling, ich bin hier der Portier und Concierge in einem sozusagen, ja, das Ganze. Sie sind? Donna Furlan, es sollte ein Zimmer auf meinen Namen und auf den Namen meines Kollegen Michael Newman gebucht sein. Mike kommt hinten rein. Ah, ja, genau, genau. Mich hat jemand aus Salem angerufen. Richtig. Furlan, Newman, das sind zwei Stück, die 5 und die 3. Ihr kriegt zwei kitschige Schlüssel mit viel zu großen Zahlenanhängern in Blech. Gold. 5 und 3, bitteschön, sehr, sehr schön. Soll ich das Gepäck hochbringen? Nein, ich bringe das Gepäck selber hoch. Erster Stock? Selbstverständlich. Erster Stock, genau. Und wenn Sie noch Abendessen wollen, ja genau, um 6:30 öffnet das Restaurant hinten. Wir haben ein angeschlossenes Restaurant. Ich muss sagen, mit das Beste hier in Peakwood. Das Old Bay Restaurant. Das einzige Restaurant in der Stadt? Sie haben mich ein bisschen ertappt, Mr. Newman. Es gibt noch ein Café im Old Bookstore, aber tatsächlich sonst nur das Diner hier. Ja, das ist richtig. Ja. Aber wir unterscheiden uns. Also wir sind jetzt hier nicht die Pommesbude mit den Burgern, sondern wir haben sehr viel Fisch und Aufläufe und Lokalitäten. Und heute... Desserts, ich schaue gerade mal, wir haben heute Mousse, weiße Mousse mit Früchten, helle Mousse, Filet von Schwein mit regionalen Pilzen und Bratkartoffeln. Davor Muschelsuppe. Ja, das ist Tagesgericht, aber wir haben auch, wie gesagt, Fischvariation und sehr gutes Steak. Haben Sie auch etwas Vegetarisches? Du hast ihn gerade kurz ausgeschaltet anscheinend. Starrt dich eine Weile an, versucht das Wort zu greifen. Ja, wir können das Steak weglassen. Also selbstverständlich, selbstverständlich, wir können ein wunderbares Pilzragout machen. Ich sag das dann einfach dem Chef. Also das wir finden was, damit Sie satt und zufrieden. Genau. Gerade die Treppe hoch und dann 3 und 5. Dankeschön. Und dann dreht er sich zu Joe. Hallo. Phil, wir sind im Hotel untergekommen. Ich habe das Zimmer Nummer 3. Mein Kollege ist auf Zimmer Nummer 5 nebenan. Blablabla. Bla, sind bla, Nachbarn. Bla. Verschwindet nach oben. Ich schau dir. Eiche. Beaufort. Sehr schön. Sterling. Walt Sterling. Achso, Sie haben mein Zimmer. Genau. Entschuldigung, ich dachte, es ging einfach nur um Höflichkeit. Verzeihung, ja. Alles gut. Das ist Beaufort. Ja, habe ich hier. Die Nummer 2 für Sie, bitteschön. Cool. Sag mal, habt ihr hier irgendwo eine anständige Bar, wo man mal kräftig einheben kann? Eine anständige, wir haben ein angeschlossenes Restaurant da mit auch Spirituosen natürlich, aber wenn Sie von anständiger Bar, also Kneipe. Ja, am Ort, das Ace of Spades ist oben am Ortsausgang, ja. Perfekt, das hat heute offen, ne? Das wird wahrscheinlich erst um 9 oder so aufmachen, nehme ich an. Das heißt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Samantha mit dem Vorfall umgeht. Wir haben hier einen Vorfall über den Tag gehabt und so haben einige Läden aus Pietät, ich nehme an, Sam wird sich dem nicht, aber aus Pietät haben einige Läden geschlossen über den Tag. Ich weiß nicht, ob sie... Ja, ich habe schon davon gehört und ich könnte es verstehen, wenn man das... ich stecke jetzt mal einen Schlüssel weg, ich kann verstehen, wenn man das dann erstmal alles... liegen lässt, vor allen Dingen in so einer kleinen Gemeinde. Ja. Kannst du sie? Mal ehrlich, wen? Nur zwischen uns beiden, ne? Die Kleine.
Oh, ich weiß, dass sie im Diner, also ich kenne die Besitzerin des Diners ganz gut, weil wir natürlich freundliche Konkurrenz sozusagen, ich weiß, dass sie da gearbeitet hat, sie und ihre Schwester, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man hat hier viel zu tun und wir sind, wie gesagt, Hotel und Poststation. Ja, nicht. Nein, ist schon gut, ich will mich da auch, ich bin hier zur Erholung, Kopf frei kriegen. Huser und so. Gut, nee, dann schaue ich erst mal rauf. Wie lange bleiben Sie denn? Weiß ich noch gar nicht, werde ich sehen. Weil in einer Woche beginnt hier auch das Harvest Fall Festival, also unser kleines Herbstfest im Stadtpark. Ansonsten, also nur falls Ihnen langweilig wird, es gibt hier genug in den Marshwoods zu sehen. Ich habe hier auch eine kleine, und er schaut hektisch rum. Ich habe hier irgendwo auch, die muss ich noch uploaden, genau, eine kleine Broschüre, jedenfalls von den Dingen, die jetzt im Herbst hier so stattfinden. Lassen Sie mal schauen. Die stecke ich Ihnen gerade ein. Ansonsten, wenn Sie was um die Umgebung wollen oder einen Ausflug zur Rangerstation oder den Berg hoch. Alles gut, alles gut. Ich werde mich schon zurechtfinden. Okay, gut. Keine Sorge. Und ich würde meinen Rucksack schultern. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Dann alles Gute. Genau. Und da haben wir die Touristeninformation. Genau. Und kaum hat Walt durchgeschnauft, schon kommen die nächsten beiden Damen durch die Tür. Oh, wenn es immer so laufen würde. Schönen guten Abend, Miss. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Prekovic, entschuldigen Sie bitte. Ja. Alles gut. Wir wurden recht spontan hier herbestellt. Eton und Krakowitsch, ja, ich habe hier auch gar nichts stehen. Ha. Ich wusste ja, dass die Herrschaften aus Salem, Mr. Beaufort habe ich, das ist eine Katze, die hat hier auch nichts verloren. Das ist, geh mal weg, danke. Nee, ja, und er kramt einen Zettel raus und eine Notiz und, ah ja, Dr. Sanders hat mir geschrieben, richtig. Ja, nein, das ist ja gar kein Problem. Aber, das ist jetzt, funktioniert ein Doppelzimmer? Das sollte kein Problem sein, danke. Ja, sicher funktioniert ein Doppelzimmer. Entschuldigung, ja, man fragt nach, das ist ja, dann fantastisch. Dann habe ich für Sie die vier, bitteschön, die vier. Dankeschön. Etwas stampfend. Soll ich Ihnen Ihren Koffer, den Koffer mit? Nein, das passt schon, danke. Ja, Sie haben sie gehört, das passt schon. Danke. Kann man hier was essen? Halb sieben macht unser Restaurant aus. Weil das Diner ist geschlossen, wegen geschlossen heute. Danke. Sie bleiben nur eine Nacht, oder? Mhm, danke. Und dann verschwindet ihr alle auf euer Zimmer im ganzen Posthotel. Ja, Einzelzimmer sind sporadisch eingerichtet, aber die Betten sind vielleicht ein bisschen zu weich, die Matratzen. Ja, so ein bisschen schon durchgelegen. Aber ansonsten auch hier sauber ist es. Und Zimmer 3. Zimmer 1, genau, Zimmer 2 und 4 schauen auf den See raus. Und Zimmer 3 und hat jemand 5? Nee, wir haben ja ein doppeltes. Einer von uns bei der 3. Genau. Ich dachte, Mr. Newman, Agent Newman hat die 5. Ich nehme 5. Ah ja, genau. Zumindest habe ich Phil aufs Band gesprochen, dass ich die Nummer 3 hätte. Und dann ist das richtig. 3 und 5 sind auf der anderen Seite, genau, richtig, genau. Sind Richtung Innenhof sozusagen. Na toll. Phil, das Hotel ist, fürchte ich, gerade einmal ausreichend. Ich bin mir auch nicht sicher, ob irgendjemand hier schon vegetarisches Essen jemals zu Gesicht bekommen hat. Ich hoffe, dass sich dieser Fall möglichst schnell aufklären wird. Ansonsten werde ich noch abwarten müssen, wie hellhörig die Wände sind. Und wer nebenan ist, in Nummer 4, hört so pock, 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 als ich versuche herauszufinden, wie hellhörig die Wand ist. Ansonsten, ich fürchte, ich habe meine Ohrstöpsel vergessen.
Möglicherweise könnten Sie mir noch welche nachschicken. Ja, Linda legt die Koffer erstmal ab. Schauen wir, immerhin haben wir hier unseren wundervollen Seeblick. Ist das nicht einfach großartig? Genau, und morgen sind wir dann, sieht man gar nicht, sie geht so ein bisschen auf, es ist kein wirklicher Balkon, es ist eher eine Erhöhung, das ist oben diese weißen Zäune und kann das Fenster aufklappen. Morgen sind wir dann da oben auf dem kleinen Hügel mit echtem Seeblick in einem ehemaligen Sanatorium, ich weiß. Aber davon abgesehen, glaube ich, ist es entspannt. Das ist nicht. Wolltest du woanders hin? Nein, lass uns einfach nicht drüber reden und gucken. Das Beste draus machen. Kommt. Cool. Wollen wir was essen? Oder willst du, du wolltest ja zum Diner. Ey, du wirst da nicht viel. Ich meine, was willst du da machen? Da sind die Agents, die schnüffeln da rum. Nee, geh, mach das. Ich bin unten an der Bar. Pock, 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 pock aus dem Nebenraum. Ah, shit, was ist das denn? Klopfen die an, wollen die, wer ist das denn? Keine Ahnung. Nebenan geht die Tür auf und dann klopft es an eure Tür. Oh, shit, geh du dran, ich will das nicht. Mach die Tür auf. Entschuldigung, hat man das laut gehört von nebenan? Ja, schon ziemlich. Mm, ja, das Soll Gespräch ich konnte ich auch relativ gut hören. Ja, bitte, klopfen Sie doch mal von Ihrer Seite gegen die Wand. Linda, klopf mal gegen die Wand. Ernsthaft? Ich höre nichts. Kurios. Hm, cool, aber unser Gespräch hat man... Wir sind nur eine Nacht da, Miss Agent. Dann sind wir in einem Kurhotel mit dicken Wänden. Dann wünsche ich eine hervorragende Nacht. Ja, danke gleichfalls. Und ich würde, während wir uns verabschieden, würde ich aber ebenfalls rausgehen. Ja, dann bis später. Ich mache die Tür. Ich knall sie nicht zu, aber ich mache sie lauter zu, als es gewöhnlich wäre. Ja. Hörst du noch irgendeinen Ansatz von... Nein, hörst nichts mehr. Gut. Ich schaue dieser Autorin kurz hinterher und klopft dann bei Agent Newman. Rein. Agent Newman, haben Sie alles untergebracht? Sitzt da, alles untergebracht, offenbar alles verstaut, hatte nicht viel dabei, sitzt auf dem Bett und liest in diesem Buch, das er gerade gekauft hat. Und, taugt das? Die ersten paar Sätze sind in Ordnung. Ich kam noch nicht weit. Legt es etwas verschämt weg und steht auf. Wollen wir dann zum Sheriff oder zum Tatort? Entweder zu der Sheriff Station oder direkt zum Diner, weil ich meine vorhin gesehen zu haben, dass dort zumindest mehrere von den Deputies waren, vielleicht auch der Sheriff. Mhm. Und außerdem könnten wir vielleicht einen Imbiss vertragen. Ja, nach ihm. Der beste Kuchen ist zumindest vegetarisch. Gut, dann gehe ich mal voran. Und in dem Moment würde Joe auch aus seiner Tür kommen. Ah, Agents, frisch an der Fisch am Werk, wa? Mr. Beaufort. Hm. Naja, ich mache mal einen kleinen Spaziergang. Viel Erfolg Ihnen, was auch, wie auch immer Sie es schaffen, viel Erfolg können Sie brauchen. Danke. Genießen Sie die Seeluft. Würde von dann ziehen. Also ich würde von dann ziehen. Ja. Ihr trennt euch unten auf der Straße sozusagen. Seht die... Häuser stehen hier nicht dicht an dicht, sondern tatsächlich jedes für sich einzeln stehend am Platz dazwischen immer wieder Bäume oder zumindest ein kleiner Vorgarten oder ein kleiner Backyard, die an der Old Bay Road, an der unteren Hauptstraße gelegen haben, alle irgendwie einen kleinen Weg, der auch runter zum See führt. So macht es den Eindruck tatsächlich eines Ortes, den es schon länger gibt und der irgendwie auch aufgehört hat, weiter zu wachsen. Und dementsprechend sind die Wege auch sehr kurz und Patricia ist recht früh wieder da, wo sie hin wollte, nämlich am Woodpecker Diner, das immer noch das große Closed-Zeichen
vor der Tür hat, auch wenn eindeutig darin Licht zu sehen ist. Und drei Personen. Auf dem Weg dahin habe ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen Insektenspray vollgesprüht. Ja, ja. Du hast bisher keine einzige Mücke oder irgendetwas anderes gesehen. Nee, egal. Aber du weißt. Es scheint zu funktionieren. Ja, exakt. Ja, ich würde mal schauen und ich würde hingehen und ich würde klassisch, wie man das so macht, die doofe Blondine spielen. Mhm. Und einmal klopfen und hoffen, dass mich jemand sieht. Du siehst darin, wie gesagt, zwei Ordnungshüter, eine Frau, ein Mann und die andere Frau hinter der Theke, die jetzt tatsächlich auf die Tür zugeht. Kurze braune Haare, ein violettes Oberteil, sieht jetzt nicht so aus, ob sie gerade hier arbeiten will, macht aber die Tür auf, die nicht abgeschlossen ist, ein kurzes Klingeln ertönt. Und du siehst kurz in die Einrichtung rein. Hier mischt sich Holzbänke zusammen, mit denen wir versuchen, die 50er Jahre roten Ledersitze irgendwie zu mischen. Aber die Theke geht in einer U-Form hinten Richtung Küche dann und ist aus festem, massiven Holz. Ja, Schätzchen? Oh, entschuldigen Sie. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie geöffnet haben oder nicht. Es sieht irgendwie nicht ganz danach aus. Ja, also wenn ich meine Tür so anschaue, kann ich open lesen. Das heißt, Sie müssten close lesen können. Oh, entschuldigen Sie, das habe ich komplett übersehen. Nicht schlimm, alles gut. Ja, ist heute alles ein bisschen durcheinander. Sie sind gerade angekommen mit der Fähre. Genau. Ich bin mit einer Freundin hier und wir. Und Sie brauchen jetzt dringend einen Kirschkuchen. Ja, das bin ich so leicht zu lesen, es tut mir echt leid. Haben Sie? Ich hätte jetzt irgendwas anderes sagen können, aber hätte ich gesagt, Sie brauchen jetzt dringend einen doppelten oder einen Viertelpfünder, dann hätte ich ein Problem gehabt, weil da hätte ich den Grill anschmeißen müssen und den habe ich nicht. Aber den Kirschkuchen habe ich noch. Louis, Iris, ist das in Ordnung? Ja, und die beiden schauen sich um. Du siehst einen recht jungen Deputy mit, also wirklich jung hier, also Posterboy und eine Dame mit rötlich blonden Haar, die sehr müde und sehr geschafft aussieht. Beide in den entsprechenden Uniformen, den braunen Jacken mit leichten Pelzbesatz und sowohl Louis als Iris. Louis nickt, Iris winkt ab und hält sich an ihrem Kaffee fest. Ja, dann kommen Sie mal rein, Schätze. Ja, und sie schaut an dir vorbei, als zwei Herren in zwei Herrschaften, meine Damen und Herren, in den dunklen Anzügen die Straße entlang kommen. Ich befürchte, ich muss sie hier aufsperren. Wollt ihr mal den Sheriff rufen? Ich setze mich auch einfach hier zur Seite. Ich will gar nicht. Was auch. Entschuldigen Sie, dass ich störe. Nee, alles in Ordnung. Kirschkuchen und Kaffee. Vielen Dank. Ja. Leute, wollt ihr mal den Sheriff rufen? Ihr kriegt Besuch. Ja, wir klopfen, denke ich schon. Ja. Die Tür ist so halb an und du klopfst, Mike klopft an. Ah, n'abend, hi. Ja, und die Dame mit einem breiten Lächeln. Kommen Sie rein. Sie werden wahrscheinlich schon erwartet in Richtung der anderen beiden, die sich immer noch nicht bewegt haben. Guten Abend. Hi, Susan Trelawney, mir gehört das Woodpecker. Das ist Agent Furlan, ich bin Agent Newman. Ich hatte es befürchtet. Gedacht. Wie schön. Kaffee? Kirschkuchen? Naja. Kirschkuchen? Kirschkuchen klingt hervorragend. Ist der schon aufgedeckt für Patricia? Aufgedeckt? Nein, also ich habe den. Frage an die SL: Sehe ich den Kirschkuchen schon? Ach so, nein, tatsächlich nicht. Sie ist noch nicht in die Küche gegangen. Also, du siehst, sie ist hier auch alleine, eigentlich, bis auf die anderen beiden. Zentrale Frage für dieses. Nein, du siehst ihn noch nicht. Du siehst, das heißt, du siehst ihn eventuell. Und hätte ich jetzt Bock, dass wir würfeln, würde ich die würfeln lassen, aber das ist ja Quatsch, weil dein FBI-Instinkt lässt dich an diese große, hochgezogene, gläserne Käseglocke mit zwei, drei Kuchenplatten, die übereinander gestapelt sind. Und dort siehst du einen einzelnen, tatsächlich abgedeckten Kirschkuchen. Das wird er sein, aber der steht hinten am Ende in der Theke, Richtung Küche.
Dann, wenn ich den sehe, mit meinen FBI-Instinkten, mein Blick sofort darauf ist, der sieht hervorragend aus. Ja, natürlich hätte ich gerne ein Stück Kirschkuchen. Sie auch, jeden Fall. Ich nehme auch ein Stück Kirschkuchen und Kaffee, bitte. Sehr gern, sehr gern. Ja, sie kommt vorbei und faucht in Richtung Louis Pickett. Jetzt! Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, und der Junge, knapp über 20 oder sowas, richtet sich irgendwie umständlich seine Jacke, die man nicht richten muss, weil es kein Sakko ist, und endet dann damit, dass er einen Reißverschluss zuzieht, was absolut gar keinen Sinn macht. Guten Abend, Agents. Ich bin Deputy Parker. Das ist Deputy Calloway. Wir halten hier die Stellung, sozusagen, und sollen Ihnen den Ja. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen, ich bin. Sorry. Ja. Und Deputy Calloway schiebt sich vorbei. Wir sollen Ihnen zeigen, wo man die Kleine gefunden hat. Das ist endlich der Leichen. Ich bin Agent Newman. Zeig kurz meinen Ausweis. Ich denke, das sollte man tun. Ja, klar. Ja. Cool. Stecken. Hast du es gesehen? Mhm. Willst du jetzt was tun? Ich weiß nicht, was man in der. Ich war noch nie. Hol den Sheriff! Ja, ich hol den Sheriff! Louis Parker verschwindet. Louis Parker. Exakt. Er war immer der Coole. Weiß nicht gut. In der Schule. Calloway, schüttelt kurz den Kopf. Entschuldigung, er ist tatsächlich, ich glaube, im zweiten Monat bei uns. Wir haben da ein bisschen Nachwuchsschwierigkeiten. Wollen Sie erst den Kuchen und den Kaffee? Ich habe das Gefühl, dass wir meinen Kollegen nicht unbedingt davon wegreißen können von diesem Kuchen. Also vielleicht. Kein Problem, ich kann ja das erzählen, was ich weiß. Wir haben Zeit für den Kuchen. Ja, bitte. Bis der Sheriff da ist. Ich glaube schon, er ist momentan noch im Stadthaus und bespricht sich mit unserem, unserer Ortsvorsteherin. Sie blickt ganz kurz zu Patricia, die jetzt tatsächlich den ersten Teller Kirschkuchen. Er dampft nicht mehr, weil er natürlich von heute Morgen ist, aber er ist frisch gehalten. Und du siehst tatsächlich, zwischen den zwei Schichten Teig und Teigdeckel fließt es fast schon künstlich rot raus. Sieht sehr fruchtig aus. Und dazu hast du eine kleine Tasse mit dem Peakwood Bay Logo drauf. Herzlich willkommen. Ja, perfekt, vielen Dank. Wahnsinnig, sehr gerne. So, ich komme sofort. Ich brühe nur gerade frisch auf. Ja, nehmen wir doch Platz. Und sie setzt sich absichtlich nochmal mit Blick auf Patricia etwas weiter weg. Aber der Raum ist nicht groß. Das Diner ist eher in die Länge gezogen als in die Breite. Und hinten ist die Küche und dann ist man schon im Hinterhof. Sprich... Ich würde auch mein Notizbuch raus und so tun, als wäre ich abgelenkt. Ja, was kann ich Ihnen schon sagen? Wir haben natürlich zu einem Susan vernommen als Erste. Susan hat die Leiche gefunden heute Morgen. Das Opfer arbeitet hier normalerweise, allerdings nicht so früh, als man Susan macht. Erst halb sieben kommt sie erst hier an, um sieben macht sie erst auf, genau. Und die Leiche lag hier vorne, wenn Sie an Brustfenster sind, in diesem grünen Stoff, der Regen abhält, den man über die Boote zieht, hier eingewickelt, trug eine... Ah, interessant. Im Bericht stand Regenjackenstoff. Und ich weiß nicht, wo jemand solche Mengen her hat. Das ist tatsächlich... Also den gibt es in Gelb und in Grün und das ist dieser Schutzstoff. Aber einige Regenjacken werden daraus auch gemacht, das ist richtig. Ich weiß nicht, der Doc hat, glaube ich, den Bericht geschrieben, zusammen mit dem Sheriff. Deputy Calloway, waren Sie vor 2 Jahren auch schon hier im Dienst? Ich bin seit 4 Jahren im Dienst, ja. Ich habe noch unter Sheriff McLachlan gearbeitet, ja. Der verschollen ist seitdem. Mhm, seit 2 Jahren. Verstehe. Ja.
Ja, aber dazu, naja, also das ist ja tatsächlich, also da können wir natürlich gerne auch drüber, also es ist ein nicht sehr gerne angesprochenes Thema hier. Zumal, nun ja, wer verschwindet, hinterlässt Menschen, nicht wahr? Und zum Beispiel ist unsere Feuerwehrhauptfrau die Ehefrau vom ehemaligen Sheriff gewesen. Und ja. Die ist auch verschwunden oder sie ist noch? Sie ist Nein, nur sie ist dementsprechend, also Lydia McLaughlin ist seitdem nicht besonders gut auf das Sheriff Department zu sprechen und auch nicht auf, eigentlich auf niemanden. Die Stadt hat sich, ich sag mal, entzweit. Ich sag's mal so, wie es ist. Aber das hat wahrscheinlich nichts mit, also wie gesagt, dem Mordfall hier zu tun. Ja, es kam nur jetzt schon mehrfach auf, allein schon an deiner Reise hierher. Es ist etwas, was uns 2 Jahre beschäftigt. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Aber das heißt, es gab seither keine Kapitalverbrechen in Peakwood Bay. Bis heute. Nein. Wie viele Einwohner hat Peakwood Bay? Wenn es überhaupt Verbrechen gibt. Stand heute, und sie muss kurz heiser aufhören, 301 jetzt. 301, gut. Oh, ich hätte fast mit mehr gerechnet. Oh, das, ja, das ist. Ja, sie sind hier sehr zersiedelt, richtig. Mhm. Ich nehme an, wenn der Sheriff eintrifft, werden wir uns den Fundort und dergleichen anschauen. Ansonsten trinken Sie doch eben auch noch einen Kaffee. Ich glaube, ich tue den ganzen Tag nichts anderes. Alles gut. Wenn hier der Kaffee ausgeht, dann geht die Welt unter. Und haben wir denn unseren Kuchen und Kaffee zwischendurch bekommen? Ja, sie schiebt gerade in dem Moment 2 saftige Kirschkuchen mit einer Gabel drin stecken und 2 Pico-Tassen euch entgegen. Was ist, Iris? Nochmal? Sind Sie schon untergekommen? Fragt sie euch beide. Der Sheriff hat ein Hotel oder so, Zimmer im Hotel. Oh, keine Sorge. Gut, sonst hätte ich mich um die Koffer gekümmert. Alles klar. Also im Posthotel dann? Ja, genau. Ausgezeichnet. Ja, das ist gut, das ist gut. Mhm. Muss ich aber die wichtige Frage an Ben stellen. Mhm. Ist der Kirschkuchen herrlich? Das ist ein, entschuldige, verdammt guter Kirschkuchen. Und du hast den Kaffee noch nicht probiert. Und du überlegst bei der ersten Gabel, wenn der jetzt tatsächlich warm wäre und du beschließt, du musst morgen nochmal herkommen, wenn das wirklich wieder aufhat und es kein ausgekühlter Kirschkuchen ist. Patricia, du findest auch, er ist wirklich gut. Also was immer sie macht es gut. Ja. Und so sitzt ihr, Patricia, Christel, ein paar Notizen. Ihr wartet bei Kirschkuchen und Kaffee auf Sheriff Pickett. Und Joe, wo führt dich dein Weg hin? Kirschkuchenlos, wie du bist. Kirschkuchenlos, wie ich bin. Ja, wundersamerweise, tatsächlich komme ich zwangsweise in diesem kleinen Örtchen auch irgendwann mal an diesem Diner vorbei und sehe da ja nun doch 1-2 mehr Leute drin sitzen und vor allen Dingen auch Kirschkuchen essen. Mhm. Oh, also dieser Kirschkuchen, Leute. Oder beziehungsweise ich sehe, dass sie was essen. Was genau, ja. Werde ich wahrscheinlich winkeltechnisch gerade nicht hinkriegen. Ja. Und denke mir so, naja, so ein kleines Häppchen vom Abendessen ist vielleicht gar nicht mal die schlechteste Idee. Ich hatte tatsächlich deinen Weg, nachdem du ja erstmal nicht in dieselbe Richtung gegangen bist, hatte ich die Old Bay Road hochgefahren und Lakeview Street entlang, weil du gehört hast, da ist dieser Club. Der aber zu der Zeit, wir nähern uns jetzt 7, geschlossen ist. Ja, du bist hier oben beim Ace of Spade gewesen und siehst, dass dieses Gebäude auch nicht in die Stadt gehört. Das passt hier nicht rein. Das ist ein herausstehender Zehennagel. Das ist modern und ein Flachdach, 2 Etagen, hat Leuchtschrift dran, Mini Las Vegas und ist eine Club, eine Bar und momentan geschlossen. Und du siehst auch anscheinend den Abend geschlossen, aus Pietätsgründen
beschlossen, steht da dran, Inhaberin. Ja. Jo, und so. Dementsprechend begehst du deinen Weg wieder dann über die Marsh Road zurück und kommst an einem kleinen Buchladen, die Old Bookstore and Cafe, vorbei. Siehst die Sheriff Station an der Samenroute und bekommst so einen kleinen radarmäßigen Blick über diesen Ort, der nicht besonders groß ist. Du siehst bereits das große Rathaus mit dem Town Square davor und dem Park. Du kannst die Kirche erahnen und läufst dann die Salem Street wieder zurück Richtung Pier, Richtung Lake, und dann stehst du tatsächlich da, wo wir gerade sind, wieder am Diner. Hast du ein kleines Viereck gelaufen, hast du so eine ungefähre Ahnung, wo was ist. Ja. Ja, ich würde dann da eben auch die Tür öffnen. Schild, habe ich vielleicht drauf geachtet. Vielleicht auch nicht, wer weiß es so genau. Ich sehe, dass Leute drin sind. Deswegen gehe ich rein, ob geschlossen oder nicht. Nee. Mach die Tür auf. Ah, schönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Die Agents. Ach, die Agents. Ich sehe allerdings auch die nette Schriftstellerin. Namen habe ich gerade vergessen. Patricia, aber ich habe den Namen ja gar nicht mitbekommen bisher. sie lächelt sie nett an. Sehe, dass sie Kaffee und Kuchen hat. Mhm. Das ist eine Idee. Lady, ich hätte gerne Kaffee und Kuchen, wenn es ginge. Und setze mich. Na klar, Schätzchen. Ich mache heute andere Öffnungszeiten. Danke. Dann setze mich so ein bisschen nicht direkt neben, also ich sag mal nicht direkt am Nachbartisch von Patricia hin, sondern halt so vielleicht einen, zwei Tische weiter weg, so dass ich im Blickfeld bin. Ja, du bist im Blick von allen, auch von Iris. Wie gesagt, da ist noch eine rothaarige Frau, die du nicht kennst, die eindeutig auch vom Chefdepartement Peakwood Bay ein Abzeichen an der braunen Jacke hat. Blick dich kurz an. Gehört er auch zu Ihnen? Agents? Gehört Nein. dieser Mann? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mr. Beaufort froh ist, wenn wir ihn in Ruhe lassen, beziehungsweise dass er nicht wirklich zu unserer Gruppe gehören will. Okay. Nein, es ist nur, sobald jemand... Wie finden Sie den Kaffee, Agent Newman? Oh, mein Kaffee. Ich war ein bisschen auf den Kuchen konzentriert. Der Kaffee ist... Das ist ein verdammt guter Kaffee. Wenn Sie das sagen. Das freut mich. Ist auch der... Ja, sie kommt mit der großen Kanne und kommt zu Bo. Frisch aufgebrüht. Eigentlich wollte ich heute nicht aufmachen, aus Gründen. Aber jetzt habe ich ja doch Gäste. Geht aufs Haus, aus Gründen. Dann lasse ich Ihnen aber ein bisschen was für die Kaffeekasse da. Also wusste ich nicht. Ich hab gesehen, dass Leute hier drin sitzen und dachte mir so, hey, so kleine Säppchen so zum Atmen kann man sich hier auch schon mal irgendwann gönnen. Ne? Also. Ja, jetzt wissen Sie es, und es bleibt ja auch nichts hier verborgen. Und sie zeigt auf ein umrahmtes Bild, und da siehst du das junge Gesicht einer Frau. Schubdidu. Da ist er. Und damit siehst du sie jetzt auch. Auf dem Bild trägt sie eine Uniform, den nicht mal Susan gerade trägt, von Woodpeckers Diner. Und neben ihr eine Mädel noch etwas jünger als sie, ebenfalls in der Uniform. Sie wurde heute Morgen tot von dem Diner aufgefunden. Deshalb ist die Stimmung im Ort ein wenig gedrückt. Und das war hier. Verdammt. Mein Beileid. Ich habe auch schon auf dem Herweg habe ich irgendwie mitbekommen, dass was passiert ist. Aber dass jetzt hier im Diner ist auch schon, wie hieß diese Bar, Disco? Die hatte auch schon zu, also deswegen war ich auch ein bisschen, also wirklich, tut mir leid für die Störung, also ich zück so meinen Geldbeutel und nehme mal so $10 raus, und ich weiß, es ist nichts, und natürlich, aber für die Kaffeefässer, ne? Also sie tut Entschuldigung für die Störung. Tippglas, alles gut. Iris, ich lasse den Kaffee jetzt hier stehen. Du weißt, was damit zu tun ist. Ich würde dir den Schlüssel da lassen und einfach hinten die Hauptsicherung raus, dass alles aus ist. Ich muss nach Hause.
Ich wollte nochmal bei Palmas vorbei, wenigstens kurz mein Beileid ausdrücken, aber ich bin seit... Nein, ist in Ordnung, mach das. Earl wird jeden Moment kommen und dann sind wir hier auch draußen. Dank dir. Ja, und sie klopft der Deputy auf den Kopf. Agents, Miss... Bevor Sie gehen, hat denn Miss Palmer hier gearbeitet tatsächlich? Ja, Sie und Ihre Schwester. Gestern nicht. Gestern hat sie eine Schule gehabt. Also Sie arbeiten gestern, wenn sie keine Schule hat? Je nachdem, wenn sie den Nachmittag in Falls City ist, dann nicht. Also das letzte Mal hat sie vorgestern hier gearbeitet. Gestern hat ihre Schwester hier gearbeitet. Mhm. Wir sind nicht viele. Wenn es hier voll ist, haben wir 5 Leute. Ich brauche also eine Aushilfe, wenn ich in der Küche bin und das war's. Das heißt, ich habe die 2 Palmer-Schwestern im Wechsel. Jetzt ja nicht mehr. Also nein, gestern war sie nicht hier. Nein. Schwestern? Das heißt, die Verstorbene hatte eine Schwester. Genau, die Kimberly Schwester. Palmers. Kimberly. Ja, richtig. Ja. Danke. Ja. Wir werden sicher noch Fragen an Sie haben morgen. Selbstverständlich. Ich sag's, wie es ist. Hier kommt niemand weg. Und sie geht aus der Tür. Es sei denn, man ist Sheriff und ist verschollen seit 2 Jahren. Ein so gutes Thema. Ich fürchte, es wird wiederkehren. Ihr Kollege holt den Sheriff, richtig? Ja, ich hoffe es. Falls es zu lange dauert, kann ich Ihnen auch zeigen, was hier zu zeigen ist. Es ist nicht spektakulär, aber wir haben den, außer dass wir die Leiche abtransportieren haben lassen und der Doc sie sich angeschaut hat, haben wir nichts verändert. Das heißt, wenn Sie einen Blick drauf werfen wollen, natürlich gerne. Wir können auch gerne auf den Sheriff warten und ansonsten. Obwohl, ich weiß nicht, ich habe fast das Gefühl, dass wir die anderen Gäste stören. Ich denke, ich das hängt davon ab. Den Alpern, Entschuldigung. Wenn der Sheriff hier ist, bevor der Kirschkuchen weg ist, dann ist ja alles in Ordnung. Ansonsten legen wir ohnehin los. Gut, dann messen wir die Zeit in Kirschkuchen. Ja, Iris sieht unglaublich übermüdet aus und redet dann auch nicht mehr von sich selbst. Joe, Patricia, was tut ihr noch? Oh, ich würde mal einen kurzen Blick rüber zu Patricia werfen und ihr so einen Tassengruß praktisch geben. So. Ist guter Kaffee, ne? Ja, schon. Schmeckt der Kuchen Ihnen denn? Sehr, sehr. Danke. Ja, so muss das sein. Sagen Sie, würde es Sie stören, wenn ich mal zu Ihnen rüberkomme? Sie sehen so gestresst aus. Nein, klar, gerne. Ich würde mich praktisch rüber zu ihr begeben. Mhm. Und was versteckt sie denn an diesem sehr ruhigen Ort, sagen wir es mal so? Ja, Urlaub. Mal ein bisschen runterkommen. Ah. Weg von der Stadt. Ja, es ist bei mir genau dasselbe. Ja. ich habe sie ja schon auf der Fähre hier auch mit ihrer Freundin, Kollegin, Arbeitskollegin gesehen. Ja. Ja, was machen Sie denn so beruflich? Was treiben Sie denn so? Oh, ich bin Schriftstellerin. Oh, Schriftstellerin, was schreiben Sie denn für einen? Ich meine, ich bin jetzt leider Gottes kein großer Literat, aber ja, heißt das so? Ich glaube schon. aber ich lese jetzt nicht so viel, aber was schreiben Sie denn? Dies und jenes, größtenteils geht es in Richtung Thriller. Oh, Thriller. Mhm. Also so Mordfälle oder eher so Hokus-Pokus-Zeug? Eher Richtung Mordfälle. Ah, ui. Ja, ist ein ungewöhnlicher Zufall. Ja, das musste ich mir gerade auch denken. Und haben Sie vielleicht Lust nachher noch auf den ganzen Trubel hier vielleicht noch einen zu heben? Gern, warum nicht? Uns wurde auch schon gesagt, in dem Hotel, in dem wir scheinbar alle untergekommen sind, gibt es auch eine Bar. Na, das nenne ich doch dann mal fast ein Date. Ihre Kollegin ist natürlich auch gerne mit eingeladen. Und ich bin ja, Gott, wo bleiben meine Manieren? Ich reiche so gerne Joe Beaufort. Ah,
Patricia. Patricia. Oh, wunderbarer Name. Gut, und ich gucke so in meinen Kaffee, der so langsam leer ist. Ich werde mich jetzt langsam mal verschleichen. Mich drückt es ein bisschen, wenn Sie verstehen. Kaffee, nicht wahr? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns später um. Wir haben jetzt so, wir haben, glaube ich, so 19:30 müssen wir es jetzt haben. Langsam mal halb acht. Halb acht, ja. Also 19:30, wie wäre es so zwischen 9:30 und 10:30 bei der Bar? Klar, warum nicht? Super, wir sehen uns dort. Agents, ich grüße Sie noch mal kurz und wink Ihnen lächelnd. Ein bisschen keck. Kling, kling, am Eingang ein Mann entgegen, der... Wie groß bist du, Joe? Ich bin 1,85. Ja, das misst er auch ungefähr, also auf Augenhöhe. Nicht schick rasiert, sieht auch aus, als hätte er einen Tag sehr viel schon gemacht. Trägt eine schwarze Jacke, Jeans, ein kariertes Flanellhemd und kommt dir entgegen. Sorry, ich dachte, das Dosen hätte zugemacht. Nee, das war nur ein absolutes Missverständnis, dass ich hier bin. Wer sind Sie denn, wenn Sie hier rein wollen? Earl Pickett, ich bin der Sheriff hier. Und wer sind Sie? Oh, ich bin nur Gast, Joe Beaufort. Ich bin ein ganz einfacher Gast. Ich habe mich hier nur aus Versehen reinfährt. Ich wusste nicht, dass es zu war. Wenn Sie der Sheriff sind und ich nehme so in beide Hände eine Hand von ihm, packe ich mir einfach so mein Beileid und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Ermittlungen, bei der Unterstützung, die Sie da bekommen. Ja, dann danke. Hoffentlich klärt sich das Ganze schnell auf. Aha. Ja. Ja, wieder folge ich. Touch ihm nochmal an die Schulter und würde dann Zigarette anzünden, nach draußen gehen. Okay. Guten Abend. Geht's in den gesamten Raum, weil er gerade erstmal sortieren muss, schaut dann in die Ecke zu Patricia, schaut dann einen Tisch weiter zu dem leeren Teller Kirschkuchen und der leeren Tasse Kaffee. Und dann zu den beiden Agents. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name. Verzeihung. Agent Donna Furlan. Guten Abend. Agent Newman. Ja. Guter Kirschkuchen. Sie haben aber jetzt nicht auf einen Kirschkern gebissen. Doch, tatsächlich. Aber ich denke, dass wir haben andere Probleme. Danke, Iris. Bitte? Bitte, ja. Schön, hat dich Louis gefunden. Wenn du willst, kannst du da... Ja, ich habe dann Agents, dankeschön. Wir sehen uns wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages. Guten Feierabend. Ja, bitte. Danke. Mach's gut. Ja, und dann nehmt euch Platz. Blickt kurz an euch vorbei. Und Sie sind... Alle drehen sich zu Patricia um. Jeder dreht sich zu Patricia. Sechs Augen schauen dich an. Entschuldigen Sie, bitte ignorieren Sie mich. Ich bin ähnlich wie der andere Herr eben aus Versehen hier reingeplatzt. Ignorieren ist aber unhöflich. Also wir sind zwar Hinterwäldler, aber wir sind nicht unhöflich. Das wollte ich gar nicht damit sagen. Meinte ich auch nicht so, ich wollte gar nicht überfahren. Earl Pickett, mein Name, ich bin hier der Sheriff. Patricia Krakowik. Patricia Krakowik. Sie sind heute erst angekommen hier? Ja, genau. Tja, schlechter Zeitpunkt. Ja, allerdings mein Beileid. Ja. Gut. Wenn es dir nicht stört, wir würden hier noch kurz... Natürlich. Ich bin schon weg. Und sie würde sich wieder so über ihr Notizbuch beugen. Ja. Er bleibt noch einige Sekunden mit den Augen auf ihr, bevor er dann umschwenkt zu Donna. Agent Furlan, Agent Newman. Danke, dass das so schnell geklappt hat. Ich habe leider wenig Input von wo man sie immer herzieht und was für einen Weg sie auf sich genommen haben. Aber ich nehme an, sie kommen nicht um die Ecke.
Nein, ich bin aus Santa Barbara, aber ich fürchte, Agent Newman hat eine deutlich längere Anreise hinter sich. Ja, dann hoffe ich, dass das sich gelohnt hat, mehr als nur den Kirschkuchen. Wollen wir kurz schauen? Ja, der Kaffee ist ohnehin alle. Ja. Newman, dein Kirschkuchen ist noch nicht alle, er kam früher. Hüte, er ist nicht alle, er was? Nein, der Sheriff kam früher, bevor... er kam früher, okay. Kirschkuchen, ja, dann nehme ich den wohl mit. Ausgezeichnet. Das ist es doch, was du willst, das sehe ich dir doch an. Dafür erntet er auf jeden Fall einen irritierten Seitenblick, aber keinen wirklichen Kommentar. Gut, er tritt raus, 2-3 Stufen runter und dann seht ihr in der Seite des Kiesbettes einen kleinen grünen Müllcontainer und die Spuren, die Radspuren dieses Containers, die dorthin führen. Der steht normalerweise hinter dem Diner und jetzt haben wir hier... Hier sehen Sie die Mulde im Kies. Hier haben wir die Leiche von Miss Palmer gefunden. Ich nehme an, Sie haben hier sich schon umgesehen. Aber Sie nehmen es mir ja nicht übel, wenn wir auch nochmal einen Blick drauf werfen. Bitte, dafür sind Sie da. In der Tasche werden zwei Handschuhe tschack rausgeholt und dann eine kleine Taschenlampe und dann alles mal genauer angeschaut und abgesucht. Dann darfst du doch gerne mal auf Spurensuche würfeln. Der erste Wurf der Kampagne, bitte. Und 80. Es ist dunkel und diese kleine Taschenlampe, du justierst erstmal sowohl Augen als auch Umgebung. Was du siehst, ist, dass du nichts siehst. Und zwar keine Schleifspuren und keine Fuß- oder Schuhabdrücke im Kies. Sprich, du würdest sagen, es ist davon ausgegangen, dass der Täter das Opfer hier hingetragen und genau da abgelegt hat, wo jetzt diese Mulde zu finden ist. Und da bist du jetzt gerade am Wursteln. Das sieht für mich nach gar nichts aus. Ja, wir haben, wie gesagt, sie war eingewickelt, das sieht man ja auch. Also es ist ja nicht unbedingt ein Abdruck des Körpers und sowas. Und es hat heute Nacht ein wenig geregnet. Sie war eingewickelt in diesen Stoff, der ist dann auch auf der Station. Und Dr. Rosenblum hat vor Ort die erste Schnellobduktion, oder wie er es nennt, und war dann heute Mittag unten bei uns im Keller und hat sich das Ganze angeschaut. Und nach der Schnellobduktion haben wir diese Spuren in den Handflächen und auf der Stirn gefunden, weswegen wir sie gerufen haben. Sie werden es dann sehen, die Arme waren aufgeschnitten, aber Sie sehen hier kein Blut. Und ja, ich sag's, wie es ist und bin ehrlich, wir sind hier so ziemlich jetzt am Ende. Außer das, was in der Anlage steht, die wir Ihnen zukommen haben lassen, kann ich Ihnen nicht so viel sagen. Newman, möchtest du auch mal Spuren suchen? Ich bin ja tatsächlich im Gegensatz zu meiner Kollegin nicht sehr gut ausgebildet worden in Spuren suchen, offensichtlich. Aber ich bin jemand, der überraschend aufmerksam ist, was seine Umgebung angeht. Also ich würde wahrscheinlich nicht professionell nach Spuren suchen, aber gucken, ob irgendwas Ungewöhnliches auffällt und darauf könnte ich ja mal auf Verborgenes erkennen. Dann darfst du auch Verborgenes erkennen gerne suchen, ja, wenn du... Eigentlich ist das ja fast, also wenn man es logisch betrachtet, ist das kein großer Unterschied, ne? Deswegen... Ja, das ist richtig. Es ist eine so ein bisschen Investigation. Also Donna hat so ein bisschen tatsächlich geschaut, wie hätte es hergehen können und woher hätte das passieren können. So würde ich es auch interpretieren. Sie ist der Profi und ich bin einfach ein aufmerksamer Mensch. Du schaust einmal drüber, bist am Container gerade. Dein Blick geht mit dem letzten Bissen Kirschkuchen in Richtung 5. Ist es 5? Spot hidden, ja. Habe ich eine 5 gewürfelt? Ja, okay. 85 ist mein Wert. Aus irgendeinem Grund würfelt es immer dreimal. Dann nehmen wir immer den ersten. Ah ja, stimmt. Nicht den mittleren. Macht es am besten dann auch immer mit händisch hier diesen. Okay, dann mache ich es. Ich habe jetzt gerade keinen Würfel da, aber das nächste Mal dann mache ich es. Ja, alles gut. 89. Dann
kniest du dich, ne, der letzte Bissen ist noch im Mund, du schmeckst noch, wie die Kirschen zwischen den Zähnen platzen und reichst dann wie in Trance den Teller gegen einen unsichtbaren Abnehmer und Pickett nimmt dir den Teller ab und du lehnst dich nach unten und schaust neben Fallen im Kies rum. Du siehst mit der Hilfe der Taschenlampe, die wirklich nicht sehr viel hat, siehst du eine kleine Veränderung im Kies. Und zwar zwischen den grauen und fast schwarzen Steinchen siehst du vereinzelte rostrote Steinchen liegen im Kiesbelag an nur zwei, drei kleinen Stellen. Und insgesamt, wenn du so ein bisschen pickst, sind das höchstens 4, 5 kleine Steine, die dir aufgefallen sind. Und mit dem Fünferwurf gehen wir noch ein Stück weiter. Und du siehst, während Donner einmal mit der Taschenlampe schwenkt und schon wieder aufstehen will, etwas im Schatten des Containers. Und im Container siehst du eine kleine Plastikkappe. Sehen Sie das hier, Pickett? Nein, ich sehe, ich habe Ihren. Was soll ich sehen? Nein, er lehnt sich. Erstens, diese Steine gehören hier offensichtlich nicht hin. Sollten wir die mal haben? Haben Sie? Moment. Ich habe selbstverständlich. Oh, Dankeschön. Gut, holt sauber sortierte, nach Größe zusammengerollte Plastiktütchen aus der Handtasche. Das könnte auch nicht sein, aber dort hinten liegt eine Plastikkappe neben dem Container. Ja. Mhm. Dann hocke ich mich daneben und schaue die an und versuche die dann da einmal rauszufischen. Was ist das für eine Kappe? Es ist eine Stiftkappe von einem blauen Stift der deutschen Marke Herlitz. Herlitz. Interessant. Ja, das wird auch eingetütet. Ein Filzschreiber oder sowas, genau. Andere Stift, du schreibst dort Herlitz. Und du hast tatsächlich 4 oder 5 dieser kleinen Kiessteinchen. Das ist ja ein Ding. Nee, das ist uns nicht aufgefallen. Und schon haben wir ein Verdächtiges. Haben wir? Naja, so Herlitz. Dieser Herlitz war. Lebt hier nicht ein Deutscher, das muss sein Stift sein. Lass ihn sofort erschießen. Der Deutsche wird vermisst. Das ist richtig. Das Blöde daran. Seit Jahren vermisst, ne? Das war. Aber er hatte einen Tintenmarker von Herlitz. Gut, vielleicht schauen wir uns das im Licht des Diners innen nochmal an. Genau, ein Überleuchten, würde ich sagen, habt ihr jetzt soweit auch alles gesehen. Ihr schaut nochmal hinten, ihr seht so ein Metallgitter zum Hinterhof, das ist abgeschlossen. Ansonsten das Diner vor, also am Diner selbst ist nichts wohl passiert und nichts getan. Dieser Bereich ist aber offen zugänglich. Man muss hier nicht dieses Gatter. Genau, der ist direkt an der Straße. Ja. Also war es doch vor dem Diner. Genau, es war vor dem Diner. Und nicht dahinter. Ja, für Diva hat sich da offensichtlich geirrt. Um die Uhrzeit kann ich mir vorstellen, dass es niemand gesehen hat. Und hier ist zu viel los, als dass man irgendwie identifizieren könnte, dass hier irgendwelche Reifenspuren oder sonst was sind, die auffällig wären. Richtig? Also genau, das haben wir heute Morgen ja schon soweit geprüft, vor allem die Old Bayway herunter. Sie haben ja gesehen, es gab in dem Kies vom Diner und auch jetzt auf dem Weg hin haben wir keine Reifenspuren gefunden, keine Fußspuren, keine Schleifspuren. Sarah war 1,71 groß, nur als Cheerleaderin, sie war schon ziemlich groß, nicht besonders schwer, allerdings weiß nicht, gewogen haben. 60. Je nachdem, wie muskulös sie war, vielleicht auch etwas mehr als Cheerleaderin? Ja, vielleicht etwas mehr, genau. Wir wissen, wir gehen von Fundort aus, nicht von Tatort. Uns fehlt ziemlich sicher. Ja, es sieht nicht aus, als hätte hier jemand sie dann auch noch vor Ort eingewickelt. Also hat man sie hierher getragen und abgelegt und das eventuell eine weite Strecke. Gut. Ich denke, wir werden uns selbstverständlich auch den Leichnam noch anschauen müssen und die nächsten Tage alle Mitglieder ihrer Familie, alle Freunde, alle Bekannten, alle, die mit ihr in irgendeiner Form mehr Kontakt haben, interviewen.
Haben Sie da schon angefangen, Listen aufzustellen und die Leute einzubestellen? Die Liste ist da. Ich war natürlich bereits sowohl bei der Familie als auch bei den letzten Personen, die Sie gesehen haben. Ihr Freund Nikolas war mit ihr anscheinend im Stadthaus. Wir haben dort ein kleines Kino. Und sie war wohl gestern Abend mit ihm dort. Und er hat sie noch nach Hause gebracht. Das muss dann, ich habe den Block auf Dings, ich glaube um 10 oder halb 11 nach Hause gebracht. Das heißt, ihr Freund Nikolas ist derjenige, der sie als letzter lebend gesehen hat? Letztes lebend gesehen hat, ja. Selbst die Mutter hat sie da nicht gesehen. Aber genau, der Junge wird dann natürlich für ihre Freundin zur Verfügung stehen, ebenso wie Familie und alle, die sie mir sagen. Die Liste werde ich Ihnen weiterreichen. Wollen Sie... Es steht eine lange Pause. Heute Abend noch den Leichnam beschauen. Ich denke, vielleicht sollten wir uns erst mal schlafen legen und morgen damit anfangen. Leichen neigen nicht dazu, einfach wegzulaufen. Ja, und dieser Kuchen macht ganz schön müde. Verstehe. Aber mächtig. Herzlichen Dank, Agent Fördern, Agent Newman. Ich muss ehrlich gesagt, ich bin erleichtert, dass Sie da sind. Das hören Sie wahrscheinlich nicht so oft, wenn man dem Klischee nach eher immer gegeneinander arbeitet. Aber wir sind hier chronisch unterbesetzt und mit so etwas tatsächlich nicht. Waldbrände, ja, dafür haben wir die Ranger Station draußen. Mal ein Diebstahl aus dem Supermarkt, mal Trunkenheit oder Randale oder ich gebe zu, auch ein paar Dinge, die aber so etwas, also seit ich jetzt hier bin, kein Mord. Machen Sie sich keine Sorgen, Pickett, dafür sind wir ja da. Ja, dafür sind Sie da. Ja, kratzt sich über die Bartstoppe. Miss Krawakow. Nennen Sie mich Patricia. Patricia, danke schön. Entschuldigung, nennen Sie mich Alan. Ich muss jetzt hier zumachen. Susan ja, hat gesagt. Ist es eventuell möglich, noch ein Stück von diesem wundervollen Kuchen zu bekommen? Ich würde gerne meiner Freundin ein Stück vorbeibringen. Morgen ist er schlecht, nicht wahr? Ich denke. Ja, und siehst, dass Alan auch was ins Tippglas wirft. $2 und gib dir den Rest des Kuchens. Das ist noch ein halber Kuchen. Danke, ich würde auch etwas ins Tippglas geben. Okay. Ja, Mike, du siehst, wie Patricia den halben Kuchen erntet. Naja, das wird der Sheriff ja wohl wissen, dass er diese Befugnis hat, mit den deiner Besitzern ausgehandelt haben, dass er Kuchen... Das ist richtig. Rationierungsbeauftragter ist. Und dann verschwindet der Kuss in der Küche und pff, das Licht im Diner geht aus. Ich würde darauf noch das Diner verlassen. Ja. Sheriff, wir sehen uns dann morgen früh um 6, 7? Auf der Station, 7 Uhr, sehr gerne. Sehr gut. Gute Nacht. Ausgezeichnet, gute Nacht. Ja, und ihr hört, wie er hinten abschließt und dann auch zum Wagen geht. Ihr müsst nur über die Straße hinweg. Und dann auch ins Hotel. Patricia, du wirst noch wahrscheinlich noch mal runter dann zu Joe. Ja, erstmal würde ich halt den Kuchen hochbringen. Alles klar, ja. Und dann würde ich Linda aber mit runternehmen zur Bar. Denn sie wurde ja offiziell auch eingeladen. Ja, dann siehst du, dass Linda auf dem Bett liegt, im Pyjama zu dir schaut. Oh, Kuchen! Ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Die gute ist Kuchen. Die gute ist Kuchen. Will ich nicht hören. Die schlechte ist, du musst dich wieder anziehen. Wir gehen zur Bar. Mir ist echt nicht nach Trinken gerade. Ich bin. Du musst ja nicht unbedingt trinken. Was wollen wir denn in die Bar? Ich möchte wirklich nicht alleine dahin. Dieser eine komische Typ mit dem schönen, schicken Auto hat dich eingeladen? Ja. Dich auch übrigens. Uns beide hat er eingeladen. Okay, solange es nicht diese komische Ärztin ist, mir ist egal. Ich hab schon geduscht und bin eigentlich ins... Sie geht nölend ins Bad. Müssen wir nicht lang machen. Nölt noch weiter, bis sie wieder rauskommt und dann kommt sie mit dir runter zu Joe. Donna und Mike gehen auf ihr Zimmer? Donna geht auf ihr Zimmer, ja. Wenn sie wieder leider hingeht. Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Agent Owen. Phil, ich habe ein sehr seltsames Gefühl bei diesem Fall. Mag daran liegen, dass es eine so kleine Gemeinde ist und natürlich vermutlich jeder hier jeden kennt. Aber aus irgendeinem Grund
Grund habe ich den Eindruck, dass möglicherweise mehr dahinter steckt als nur die üblichen Rachsucht oder Geldsorgen, die meistens der Fall da sind. Ich würde darum bitten, dass du ein paar Bände aus meiner Privatbibliothek schickst. Klack, 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 Tür aufschließen und sie verschwindet in ihrem Zimmer, während sie noch weiter Aufträge einliest. Offensichtlich in der Absicht, diese vollgesprochene Kassette bald an Phil zu schicken. Sehr gut. Teil davon das Nachbarzimmer ist ja tatsächlich unten an der Bar. Im Old Bay Restaurant tatsächlich sind einige der Peakwood People hier und essen, weil es tatsächlich das einzige wirkliche Essrestaurant ist, das deiner zu hat. 5 der 14 Tische sind belegt. Aber Joe, du sitzt an der Bar und die Stimmung ist insgesamt bedrückt. Es gibt höchstens leise Gespräche und jeder im Ort scheint irgendwie jetzt schon das mitbekommen zu haben. Joe, was trinkst du? Natürlich Whiskey on the Rocks. Whiskey on the Rocks. Und dann kommt Patricia zusammen mit ihrer Begleitung die Treppe runter. Ah, Ladies, schönen guten Abend. Setzt euch, die Bar ist relativ leer. Sie sind Mr. Beaufort, Joe Beaufort. Ah. Linda, Sie sind? Aber Linda reicht. Ich bin Linda, die Verlegerin von Pat. Linda und Patricia, Verlegerin und Autorin. Na, darauf sage ich doch erstmal bloß, was wollt ihr denn trinken? Den ersten gebe ich aus. Soda. Ich bin noch etwas gefährdet von der Überfahrt. Soda, Soda. Okay. Danke. Und Patricia? Ich nehme auch einen Whisky. Sehr gut. Der Style gefällt mir. Barkeeper, Whisky und nochmal dasselbe, wie ich habe für die Ladies. Ja, Walt schiebt dir die bestellten Getränke hin. Und Sie arbeiten als Polizist, haben wir auf der Fähre mitbekommen. Naja, ich habe als Cop gearbeitet. Ich bin jetzt aktuell in unbegrenztem Urlaub vorerst. So nenne ich das. Okay. Und Sie sind Thriller-Autorin. Ja, ja. Was haben Sie denn geschrieben? Was für ein Buch? Ich glaube nicht, dass irgendeiner dieser Titel Ihnen etwas sagen wird, leider. Davon gehe ich definitiv aus. Ich bin ja nicht so ein Leser, aber einfach nur Interesse halber so. Was war es für ein Buch? Was stand da so drin? Ich meine, ich als Kopf. Wer war der Mörder? Der Gärtner natürlich, der Gärtner. Natürlich. Oder der Butler, man weiß es nie, aber ich sag's Ihnen, in der Realität läuft das nicht so ab. Deswegen bin ich interessiert daran, wie es in Ihrem Buch abgelaufen ist. Haben Sie denn irgendwie was anderes als diese Klischees geschrieben? Sollen wir tatsächlich die Pointe verraten? Ich weiß nicht. Ich spreche so ungern über die Enden meiner Romane. Ja gut, Sie müssen mir ja das Ende nicht verraten. Ich meine, so einfach nur plotmäßig, um was geht's denn da so im Generellen? Ich meine, was soll man Besonderes dazu sagen? Es geht um das Gleiche, wie es in jedem solcher Bücher geht. Jemand stirbt und man muss herausfinden, wer es war und warum. Moment, aber ich sag mal, alles vor 79, die zwei, da ist der Mystery-Anteil unglaublich hoch. Ja, aber Mystery, ich bitte Sie, die Leute wollen doch eher was Reales sehen, das sieht man doch heute im Fernsehen überall. Mystery, wer interessiert sich denn noch bloß für Mystery? Ich bitte Sie. Ist das, was wir im Fernsehen sehen, real? Mr. Beaufort oder vielleicht ein echter Polizist uns echte Geschichten erzählen. Also natürlich könnte ich Ihnen da die ein oder andere Geschichte von einem Fall schon erzählen. So ist es jetzt nicht. Es sind ja auch abgeschlossene Dinge, auch schon Sachen, die schon durchs Gericht gegangen sind. Ich meine, ich mache ja nicht erst seit gestern Polizistenarbeit. Ne? So ist es nicht. Aber ja, das, was im Fernsehen so gezeigt wird,
hinkt zwar ein bisschen unserer Zeit hinterher, teilweise ein bisschen Fiktion, wissen Sie, so DNA-Gedöns, das haben wir, das gibt's alles bei uns noch gar nicht. Nee. Ich meine, ich hab gehört, dass ein paar irgendwie Doktoranden irgendwo an der Westküste, nee, an der Ostküste, dass die da irgendwie gerade am dran arbeiten sind, aber das ist noch nicht reif genug für uns. Wir müssen uns noch auf echte Fakten konzentrieren, Fingerabdrücke, Haare, Kugeln, alles, was man eben mit der Hand und mit dem Auge eben sehen kann. Nicht dieses Wissenschaftler-Philefanz-Gedöns. Das interessiert keinen. Nee. Ich meine, es klingt fantastisch, natürlich. Aber das klärt einen Mord heutzutage nicht auf. Das ist immer noch ehrliche Polizistenarbeit, sage ich Ihnen. Na, nicht diese Agents-Bla mit ihren, dieses Sisselpupser. Ich sag's Ihnen, die können nichts. Das Einzige, was die können, ist Jobs klauen. So, der Fall ist schon erledigt, der Fall ist schon gemacht, dann kommen sie an und sagen, jetzt ist es auf einmal eine Staatsangelegenheit. Ich sag's Ihnen, das ist... Das heißt, wenn Sie jetzt diesen Mordfall, der diese ganze Stadt erschüttert, plötzlich lesen würden vor den Agents, wäre das eine gute Geschichte? Das wäre eine gute Geschichte und wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So? Das klingt nach einer Wette an einer Bar. Ladies, ich bin außer Dienst. Also so gar nichts auch würde und so gut ich auch werde, aber... Ja, das lässt sich einfach so abschalten, nicht wahr? Ja, aber sind es nicht die besten Geschichten, die Cops außer Dienst, die plötzlich ein kleines Städtchen vor einem Serienmörder retten? Ja, das. Da erwischen Sie einen ziemlich empfindlichen Punkt bei mir. Sie dürfen nicht vergessen, ich liebe gute Geschichten. Es wäre eine gute Geschichte. Schreib dich hier mit, hörst du und spürst einen Ellenbogen an deiner Seite. Mach dir nur Tschitschen. Und so verläuft tatsächlich das Gespräch ein wenig jovial und dann ein wenig detailreich. Und man redet ein bisschen über Seattle und ein bisschen über Nevada und was, Las Vegas, ja, waren wir schon. Und man wechselt sich so ein bisschen ab und lernt sich ein bisschen kennen, bis die Nacht fortgeschrittener ist und ihr euch wieder trennt. Es ist circa 2 Uhr nachts, als Patricia, wie schon seit einiger Zeit, Probleme hat, Schlaf zu finden. Und ein Teil des Kuchens vernichtest. Ja, du liegst hellwach und hast ein Viertel von dem Kuchen. Vielleicht liegt es auch daran, dass du nicht schlafen kannst. Und das wiederum lässt dich nicht schlafen, weil dein Bauch arbeitet. Aber vielleicht ist es auch die viel zu weiche Matratze oder die anfänglichen Träume, die dich immer kurz vor der Tiefschlafphase wieder hochschrecken lassen und dann bist du wieder hellwach. Träume von hohen, aufragenden Steinen und dein Blick in die Sterne, aus denen sich eine Vielzahl von kleinen leuchtenden Punkten etwas abbildet. Nach dem dritten gescheiterten Einschlafversuch öffnest du das Fenster zur Lakeseite. Du hörst Lindas Genuschel aus dem Kissen. Kannst du nicht schlafen, Babe? Ja, ich komme gleich. Ist schon wieder schnorchend eingeschlafen. Sie ist auch so eine Bauchschläferin. Ihr komplettes Gesicht ist im Kissen. Also du hast immer Angst, dass sie erstickt. Aber sie ist schon deswegen schlafe ich nicht. Weg. Auch deswegen. Aber es ist nur das Anfangsschlafen. Du kannst den Hügel samt Lakeview Kurhotel begutachten, den großen See, der spiegelglatt im Schein des Mondes liegt. Und dann siehst du gegenüber an Pier der Old Bay Road eine Gestalt, die Straße entlang laufen. Ein Schlafloser, der sein Schicksal teilt. Die Person bleibt im Dunkeln stehen zwischen 2 Laternen und ein Streichholz flammt auf. Du machst keine Details auf und dann erlischt es wieder und die Gestalt schaut zum Himmel. Und als du auch zum Himmel schaust, siehst du, dass sich aus den 1000 Lichtpunkten dieser sternklaren Nacht über Pequot Bay, Oregon, eine Sternschnuppe löst. Weiß aufglüht. Und du, bevor du einen Wunsch auf den Lippen und im Kopf formulieren kannst, diese Sternschnuppe in ein helles Blau sich verändert. Und dann ein rötliches Orange. Und dann beschreibt sie eine Kurve und scheint in Richtung See zu stürzen. Ein weiterer Bogen und das Folgegeschoss wird deutlich
und kommt schneller heran und rast mit enormer Geschwindigkeit auf das Hotel zu, über das Hotel hinweg, und du hörst den Einschlag hinter dir in einem der Zimmer gegenüber. Und hier beenden wir die erste Folge von Peakwood Bay. Moment, in welchem Zimmer gegenüber? Tja, das ist das Zimmer von Donna Fallen oder Mike Nguyen. Wir werden es das nächste Mal miterleben. Okay, wann ist ja, das nächste Mal? Das ist übrigens für die zweite Folge. Übrigens, dein Charakter. Okay. Patricia fragt sich, was in diesem Kuchen war. Ist ja, das der ganze Zucker? Auch rein. Oder in den Drinks. Oh, okay. So Hunger auf Kuchen. Das nächste Mal brauchen wir echt alle. Ja. Dementsprechend, in der Hoffnung, irgendwo noch einen Kuchen herzukriegen um die Uhrzeit, würde ich schnell abwickeln. Das war Nein, Ben glaub, als die Spielleitung. Jetzt müssen wir keinen Stress machen, Mike. Jetzt zu spät, Kuchen ist vorbei. Nein! Hätten wir vorher denken müssen. Das hätten wir doch ahnen müssen, dass das Kuchen... Dass wir Trinkischkuchen wollen nach der Folge. Okay, das war Ben von Ben & Paper als Spielleitung. Den findet man ansonsten auf seinem Kanal Ben & Paper, naheliegenderweise. Vielen Dank für die Spielleitung. Gerne. Schack, klack. Ganz viel Dankeschön soll ich auch aus dem Chat direkt ausrichten für Cliffhanger und alles und generell. Vielen Dank auch an Walker als Joe Beaufort mit seinem tollen Auto und seinem miesen Verhalten gegenüber Bundesagenten. Ja. Vielen Dank an Banana Pig als Patricia Krakowian. Krakowian, nicht Krakowian. Ich habe mir extra einen Namen ausgesucht, der nicht ganz so viele Konsonanten hat. Ach so, danke schön. Im Vergleich Schlimmeres zur Auswahl. Zu vielen SZ, CZ und RZ Kombinationen. Okay. Also. Die selbst ich nicht aussprechen kann. Also. Patricia Krakowian mit den noch ausreichend vielen reingemischten Vokalen. Die hoffentlich nur irgendwas Seltsames im Kuchen hatte und nicht die Realität beobachtet hatte in den letzten Sekunden. Bestimmt. Die findet man übrigens auf Orkig im Geschmack regelmäßig. Da wird am Sonntag üblicherweise D&D gespielt und ansonsten, was ihnen gerade unter die Finger kommt, an Rollenspiel, aber auch Computer- und Videorollenspielen. Was gerade da ist. Final Fantasy, Witcher. Und dann haben wir noch Nico. Als Mike Nguyen, der Kuchen großartig findet und sehr aufmerksam ist, aber vielleicht nicht der am besten ausgebildete FBI-Agent aller Zeiten. Der hat so den Kanal namens Orkenspalter TV. Ich habe gehört, da kann man mal reinschauen. Ich dafür keine Werbung. Das ist cool. Ja. Davon habe ich gehört. Davon hast du gehört? Yes. Ja, ich glaube schon. Dann ist wirklich keine Werbung mehr nötig, wenn unsere Gäste schon bereits davon gehört haben. Also, wir hatten gesagt, wir machen das einmal im Monat oder machen wir das alle zwei Wochen? Wie wir Bock haben. Wir finden einen neuen Termin. Also gedacht, wenn mal einmal im Monat, wenn der Schrei laut ist, nach ein, zwei Wochen, finden wir vielleicht auch ein, zwei Wochen Termin. Ich richte mich nach euch. Okay. Es wird auf jeden Fall weiterhin ein Donnerstag sein. Ja. Und ansonsten ist für uns damit die festgeplante Streaming-Woche mehr oder weniger vorbei. Was hier auf Orgenspalter TV noch passieren wird, ist vermutlich Mass Effect, je nachdem, wann wir die Zeit dazu finden, weiterzuspielen mit der überarbeiteten Version der Trilogie. Der Chat möchte mehr sehen. Ich glaube, das kann man ziemlich eindeutig aus der Reaktion ablesen. Wir können aber noch kurz über nächste Woche reden und etwas anteasern, was in zwei Wochen passiert mit ähnlicher Besetzung. Maggie? Okay, also nächste Woche gibt es einen Malstream. Nächste Woche ist nicht ganz so voll wie diese Woche, tatsächlich. Nächste Woche gibt es einen Malstream und Mittwoch ist wieder dran. Nächste Woche Mittwoch sehen wir in die Verbotene Lande den Daniel. Die Verbotene Lande, genau. Wir bauen unsere Verbotene Lande-Kampagne von Englisch auf Deutsch um und tauschen ein paar Mitspielende aus. Und deswegen wird der Daniel da dazu zuschauen. Wir haben die Australier und Kanadier rausgekickt. Ja. Die waren uns nicht effizient genug. No. Okay. Dann warte mal, du willst Effizienz und holst mich von allen Leuten dazu? Was? Na, gut, vielleicht war das ein Fehler. Wir werden sehen. Fand ich heute sehr. Ich freue mich drauf. Und was passiert in zwei Wochen? Weil wir haben einen Franzosen noch dazu geholt, ne, mit Anselm. Ja. Damit sinkt die Effektivität direkt wieder.
Und in 2 Wochen sehen wir zumindest dann den Ben wieder hier, denn am Bockschneider. Ja. 3. Juni war das jetzt, yes. Ne? Ja, das war genau. Ja gedudelt. Candlekeep. Am 3. Juni spielen wir Candlekeep Mysteries mit Burgschneider bzw. das Kalt-TV. Hier auf diesem Kanal war die erste Folge, glaube ich, geplant. Ne? Und mit einem Kernteam, zu dem unter anderem Ben und Evie gehören. Und aber auch mit wechselnden Gästen, richtig, Maggie? Weil geplant ist, dass wir da Stargäste einladen. Also das ist die Idee dahinter, dass wir mal schauen, dass wir pro Folge vielleicht noch jemand Zusätzliches dazu holen. Das heißt, wenn da noch Interesse besteht, ich werfe das mal so in den Raum, die ihn so sieht, als Stargäste noch dabei zu sein. Ich weiß ja nicht, habe ich noch nie gespielt. Ja, da. Ich glaube, von allen hier Anwesenden bist du am fittesten, zumindest was die Regeln angeht. Und ich glaube, von der Menge, was gespielt wird, bist du auch ziemlich weit vorne bei denen. Kann sein. Das würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ich spiele auch gefühlt nichts anderes, also. Ja. Außer wenn du bei uns Cthulhu spielst, zum ersten Mal. Ja, zum Beispiel. Gut. Was sind die Sachen, die hier in nächster Zeit passieren werden? Und für heute bleibt mir euch noch einen guten Abend zu wünschen. Vielleicht wird nachher wieder die Mass Effect Nachtschicht angeworfen, aber das hat gestern auch schon nicht geklappt. Und ich muss noch ein paar Worte schaffen in Übersetzungen, die bearbeitet werden müssen. Deswegen kann ich es auch heute nicht garantieren. In dem Sinne würde ich einfach mal sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Oder möchte Sicherheit. Noch jemand Werbung für irgendwas machen, bevor wir aufhören? Ja. Stille. Dann jetzt. Nein. Kirschkuchen. Streams, genau, Kirschkuchen. Für verdammt guten Kirschkuchen. Und dass es sich auch immer noch lohnt, Twin Peaks zu schauen. Auch 30 Jahre später noch.